Sag mal, Chat, ich glaube, es hackt. Ja? Meine, ich krieg das nicht mit. Ich bin nie pünktlich. Weißt du, wie unfassbar pünktlich ich bin dafür, dass ich eigentlich jemanden Zweijähriges jeden Abend ins Bett bringe? Ja? Das ist ja wohl eine Frechheit. Und von wegen hier, wenn Männer mal anfangen, Gießkannen voll zu pinkeln, ne? Also, ich glaube, ich mach den Schuppen direkt wieder dicht hier. Dann könnt ihr mal zusehen, wo ihr eure Abendunterhaltung herkriegt. Ist ja eure Unverschämtheit hier. Zieht sich durch den ganzen Tag schon. Ich wurde heute auch so unfassbar intellektuell dumm genannt, also auf eine intellektuelle Art und Weise als dumm bezeichnet. Das war schon fast herrlich, ja? Kommen wir gleich zu. Gebt euch mal ein bisschen dieses Lied hier. So. Ich glaube, ich muss mal den Anzeigenhauptmeister hier vorbeischicken. Da kann man hier so ein paar Ordnungswidrigkeiten aufschreiben im Chat, du. Ich finde, weil Nemo so drängt, dass wir anfangen, hören wir einfach noch eine Minute das Lied. So. Ja, hier muss mal endlich eine harte Hand führen, ja. Ein bisschen Erziehungsschellen im Chat verteilen. Hallo Zutox, hallo, hallo. Weißt du, da mache ich heute den Chat auf super schnell, ja, damit ich auch sofort alles mitkriege von euch und so und nicht so eine ewige Zeitverzögerung ist. Dachte, ich mach's mal nett für euch, wirst du hier erstmal angekackt. So nicht, so nicht. Ja. Okay, keine Ahnung, was für eine Musik, ist mir ehrlich gesagt. Ich habe noch so eine uralte Liste an Musik. Ich glaube, die ist aber copyrighted. Ich habe keine Ahnung. Ich jump mal hier rein. So, das ist nicht copyright, das weiß ich. Hier, Mama, hier. So. Ich bin ein bisschen hype. Worauf? Ja, also pass auf, heute einmal aus Lars Paulaner Küche. Man muss anmerken, Lars Paulaner Küche ist for real, ne? Hallo Ingo! Also, das stimmt jetzt, was ich sage, ne? Und Shelly hat sich einen Food Processor gekauft. Ich nenne das Ding Mixer. Sie sagt, nein, das ist kein Mixer, es ist ein Food-Prozessor. Ich sag, okay, ist es ein Mixer, sind wir mal ehrlich, ja? So. Auf jeden Fall waren wir dann so im Gespräch und da meinte sie so, naja, das Wort prozessieren ist mir zu umständlich im Redefluss. Und deswegen sag ich mixen. Und ich dachte mir so, echt jetzt? OMG, ein Lars auf 64 Zoll. Alter. So, ja. Dann habe ich so schnell gesagt,
Weil sie fügte dann noch sowas an wie, das wäre ja auch leichter für die umstehenden Personen. Ich denke mir, ich wurde noch nie so nett als dumm bezeichnet. Dankeschön. Hallo Blockner. Und Jonas hatten wir schon. Alice, hallo. Also ein Thermomix. Nein, wirklich ein Food-Prozessor. Also das ist so ein... Im Mixer wird ja alles einfach quasi flüssig püriert, ne? So, das macht das Ding nicht. Da kannst du schon so ganz genau und was weiß ich nicht. Aber ich nenne es Mixer so. Und hallo Marc natürlich, Blonzel hat mir auch schon. Alex Groß, hallo, hallo. Dann haben wir Studiochef, moin, moin, Meister Lars. Oh, nenn mich nicht Meister, ich mag das nicht. Diese Menschen, die andere Meister nennen, das ist mir suspekt. Ich weiß auch nicht, warum. So. Ne, den Thermomix haben wir ja auch, ne? So. Hallo Marc und Brienchen, auch dir, hallo Brienchen. So, dann haben wir noch Schlacht, Schiff, warum auch mal zwei Wörter, keine Ahnung. Silke hat man auch, die meint ja, ich würde Gießkannen voll pinkeln. Dann haben wir Wolfi, Felix, Manu haben wir, The Funky Frank haben wir, Freakazoid, Polypulver, falls die noch da sind, weil ich scroll gerade ein bisschen hoch. Hallo Fabian. Nee, ich weiß nicht, dieses... Und hallo Susanne. Dieses... Jo, Meister. Da denke ich mir so, bist du mein Azubi oder was? So. Hallo Ina. Ina sehe ich auch gerade. Wenn ich Meister höre, singe ich direkt bezaubernde Genie. Denn ich kenne den Namen, aber ich habe null Melodie im Kopf. So 0, nix. Null. Ach ja, ach ja. Ich lade im Moment so wenig Minecraft Natur hoch, ne? Das ist echt... Ich habe noch eine Folge aufgenommen, die ich eigentlich noch hochladen will. Und ich habe das gesamte Haus abgerissen. Ich hatte es irgendwie gepackt. Ich habe das alles abgerissen. Bin dann um die Ecke gegangen und habe angefangen, eine Hobbithöhle mit Bits zu bauen. Und habe festgestellt, oh Gott, verdammt. Das ist, das könnte geil werden, aber es würde sehr lange dauern. Muss dann Hausmeister Krause denken. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ne Bodo. Wie wäre es mal, mich wieder freizulassen? Weiß noch nicht. Blondie hängt da gut. Ja, okay, der Beef ist real, der Beef ist real. Okay, heute Enshrouded. Und Freitag... Enshrouded wahrscheinlich. Ne? Freitag vielleicht auch, also wahrscheinlich auch Enshrouded. Ich muss mal gucken, ob irgendwie so ein Game kommt, was mich interessiert. Aber ich werde nicht mehr so Games durchtesten wie in der Indie Night. Ich finde, man muss die vorher ausprobiert haben. Also dann bräuchte man quasi eine Redaktion oder so, ne? Weil das ist so ein bisschen... Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Aber dann suche ich lieber selber eine Perle raus, anstatt dass wir drei Randoms probieren. Ist nur mein Bild so kacke. Nee, ich habe tatsächlich ausgelassene Frames. Ich glaube, Shelly ist was am Runterladen. Ich glaube, Shelly lädt was runter. Ich frag mal Shelly, wie lange der Download dauert. Ich frag mal, warte. Wie lange dauert der Download? Fragezeichen. So. Kannst du mich grüßen? Nimo, nein! Gleich hoch und stelle ich das Computer aus. Nee, ich glaube, die lädt was auf der Xbox, glaube ich, runter. Und das ist auch nicht hoch, das ist hier drüben. Da. Shelly schreibt.
Shelley schreibt. Dauert noch eine Stunde. Okay. Sie macht den Download aus. Das dauert noch zu lange. Stunde ist zu lang. Hallo Kräuterbutterbaguette. Ju. Und hallo Anna. Ja, gucken, ob es jetzt aus hat. Ich glaube, sie hat es aus. Ich glaube, es ist 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 aus. Okay. Ja. Gehen wir ins Game. Ich bin entspannt. Wir können ein bisschen quatschen. Deswegen mag ich auch immer die Survival Games in Streams machen, weil die brauchen viel Zeit und dabei kann man quatschen. Ja, deswegen finde ich ganz gut. Hallöchen Lars. Wo nutzt ihr eine Kanalmitgliedschaft mehr? Hier oder auf dem Hauptkanal? Das ist vollkommen egal. Das kommt drauf an, wo du mehr bezahlst. Aber hier hast du halt noch die Minecraft-Natur-Videos, die jetzt nicht so regelmäßig im Moment kommen, aber... Achso, ich habe überlegt, es ist ja jetzt... Hier, Backpack Battles ist ja jetzt raus. Ne? Jetzt, wir haben ja eine Zeit lang die Demo gespielt, bis Rang Diamond bla. Und jetzt ist es ja raus. Und ich dachte, wir können so zum Abschied immer eine Runde Backpack Battles spielen. Oder? Fallout Hype, was die Amazon-Serie oder was? Fallout Trailer Hype. Habt ihr alle schon gesehen? Nee. Grüß an Mike das Mikrofon. Der grüßt zurück. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts davon gesehen. Ich habe nur Gutes gelesen. Ich befürchte aber, es wird nicht realistisch dargestellt, Fallout. Weil wir wissen alle, zumindest weiß ich das, bei Bethesda Games müssen grundsätzlich NPCs in Wände stecken, nonstop dumm im Kopf gegen die Wand laufen, ja, Roboter auf dem Boden liegen und sie im Kreis laufen und so. Ich glaube, das wird in der Serie nicht so sein und dann werde ich enttäuscht sein. Wir gehen gerade hier rüber. Mama Zock, dankeschön. So. Und. Warte, ich mach mal hier gerade. So. Who knows, mit CGI geht einiges fit. Ja, da geht alles mit, aber die werden doch nicht so. Die werden noch nicht so verbuggte NPCs in die Serie basteln. Hallo Loro! Man, Enshrouded braucht man so lange zum Starten, ne? Hm. So verbuggte NPCs in der Serie wäre natürlich für Leute, die Fallout gespielt haben, ein super witziger Gag. Aber ich glaube, die meisten Zuschauer bekennen das nicht und die wären dann eher so, okay, das muss doch jemandem auffallen oder okay, weißt du so, also es wäre mehr so ein Trollerlol. Und deswegen glaube ich jetzt mal nicht. Aber ich höre nur Gutes. Ich höre nur Gutes. So, unsere... Ich finde irgendwie der Helm hier oben, der sieht zu sehr nach Plastik aus irgendwie. Ich finde, der hat so ein totales... Hat so was von so einem Fisher-Price-Fahrradhelm irgendwie. Aber ich lasse mich überraschen. Ich bin mittlerweile so überhaupt nicht mehr... Also ich versuche mich Hypes überhaupt nicht mehr hinzugeben, weil die sind einfach nur noch schlecht irgendwie. Das ist so, man wird eigentlich nur noch enttäuscht. Ich meine, so ein Hype... Natürlich neigt er dazu, jemanden zu enttäuschen. Aber früher war das so, da warst du auf ein, zwei Games im Jahr gehypt und warst zu Recht gehypt.
Ja, so, die waren dann auch einfach entgeil. Und jetzt ist es so, weil sie die ersten Entwickler bei GTA 6 springen ab und sagen, Alter, die Kacke kannst du dir nicht geben. Ja, so, wo ich mir denke, okay, eigentlich war Rockstar immer so, die haben immer geliefert. Blizzard hat früher immer geliefert. Ja, so, aber heute sind Hypes wirklich meistens viel zu sehr künstlich hochgejagt, als dass sie wirklich liefern. Tja, Ladescreens. Ich höre gerade, ob der Wurm weint oder nicht, weil Shelly ist hochgegangen. Früher kamen Games in der Reihe nicht immer jedes Jahr raus. Das ist nicht unbedingt das Problem in der Abhängigkeit des Games, also wenn das nicht zu komplex ist, aber heute ist es einfach so, es kommen täglich hunderte neue Games auf Steam und drei versuchen davon, sich als AAA zu verkaufen, obwohl sie nur AA sind oder so. Und 10 davon sind so AA, aber haben überhaupt kein Geld für Werbung und gehen völlig unter. Und es ist einfach viel, 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 viel zu viel und immer völlig am Spieler vorbei. Dass so wenige fertige Spiele rauskommen. Und du musst ja kein Early Access kaufen, ne? Das bist du ja nicht zu genötigt. So, okay. Ich würde heute gerne... Ich würde heute gerne auf jeden Fall irgendwie was bauen. Und deswegen würde ich gerne mal hier hochwandern. Vielleicht auch den Altar einsammeln, hier hochwandern. Mal gucken, wie es hier so ist. Und dann da mal bauen. Ich glaube, das ist ganz schick da. Danke, danke. Okay, seid ihr da dabei? Bauen wir, ne? Nemo, du musst mal hören, was die Blonzilla sagt. Die sagt das nicht ohne Grund. Ja, das meinte ich. So wie Enshrouded habe ich schon durch und so verpasst man die neuen Sachen, die noch dazukommen. Ja, aber warum zimmerst du es dir dann im Early Access rein? Also, du kannst ja durchaus sagen so, also du kannst ja das Game kaufen, spielst es an, sagst, oh, finde ich echt gut so, ich warte aber, bis es fertig ist. So kann man ja so machen. Du musst ja jetzt nicht im Early Access hier gleich durchsensen und ich verstehe aber deinen Punkt. Es kommt ja zum Beispiel jetzt im Juli das DLC für Elden Ring raus, ne? Shadow of the Earth Tree. Und ich habe Elden Ring gesuchtet ohne Ende. Wirklich in einem Oh mein Gott, es hat mich so mitgenommen. Und es gibt heute noch Dinge in dem Game, wo ich an der Story rätsel. Wo ich so mir meine Gedanken mache. Was eigentlich völlig unnötig ist. Ich könnte jetzt natürlich so Lore-Videos und so weiter gucken, aber will ich gar nicht. Weil die Story ist so mystisch und verdreht irgendwie. Da kann man sich viel reinspinnen. Das finde ich ganz spannend. Aber ich werde das DLC nicht spielen. Das Spiel ist für mich durch. Also, es ist... Weil dieser ganze Aufwand bis zum DLC ist mir viel zu viel. Das müssen wir gerade mal gucken. Haben wir Pfeile? Weil da ist so ein... Guck mal da. Guckt mich schon an. Hallo. Hopp. Wow, Level 11. Das ist heftig. Also, wir sollten hier nicht weitergehen. Okay. Ich bin Infektionsboy. Hört das auch von alleine wieder auf, oder? Okay. Heißt das, wir ziehen heute um? Kann man eine Welt überall bauen? Anna, ja, kannst du. Du kannst alles zerlegen und überall bauen, wie du lustig bist. Könnte jetzt hingehen, könnte sagen, okay, hier finde ich eigentlich voll geil.
Ja, ich nehme mir die Hütte, ich repariere die, fertig, Ende aus. Oh, weißt du, könnten wir machen. Und ich finde es ehrlich gesagt hier auch sehr schön. Also. Guck mal hier. Hier vielleicht irgendwas ist, was wir gebrauchen können. Hier ist auch voll schön, ne? Ja, hier. Oh, da ist noch roter Miasma-Nebel. Wenn wir da reingehen, fallen wir instant um. Das ist nicht so gesund, aber eigentlich ist hier voll schön. Guck mal noch weiter oben, wenn ich hier hochkomme. So, oh. Ich könnte es jetzt auch einfach kaputt hacken, ne, bis ich oben bin. Also ich kann ja quasi Treppen reinschlagen, wenn ich will. Da der Bauer Bäuerin. Da, ja, da waren wir schon. Aber ich würde gerne mal gucken, wie es da so ist. Wo haben wir denn unsere Spitzhacke? Da. Nimm das als schönen Ausblick. Es erhöht den Wert der Immobilie. Ich glaube, so viele Käufer finden wir hier jetzt nicht. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Aber man muss ja auch so ein bisschen zukunftsorientiert denken, ne? Vielleicht wird das hier mal ein Touristenort. Und dann haben wir gleich einen schönen Platz für so eine Hotelimmobilie. Ja, welches Spiel? Lars hat die Bauerei im Blut. Ja, das macht mir jetzt Spaß. Also, es ist mitunter ein Grund, warum ich gerne Survival-Spiele spiele. Wegen dem Bauen. Umso maliger wurde mir das gemacht, als Kroko aufgetaucht ist. Ah. Wofür Kroko natürlich nichts kann, ne? Aber das ist, dieses Social Media, das ist mir ein Fremdwort. Das ist... Oh, wow, wow. Wer ist dieser Bob und warum fahren alle auf den? Hä? Warte mal hier. Hä, du bist ja eben hier stehen geblieben. Warte. Hallo, könnte... Was ist denn los mit dir? Sag mal. Du Weight Watchers vergessen oder was ist hier kaputt? So. Jetzt bin ich oben. Okay. Das ist dieser Tempel, der... Aber ich will nicht so einen Erbauertempel im Nacken haben. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Die sind cool, aber die sind zu groß. Den Zusammenhang habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, weil die immer abrutscht. Zu schwer. Weight Watchers vergessen. Oh, hier ist eigentlich... Also hier ist schon schön, aber ich glaube, das ist noch ein Level zu hoch für uns. Oder zwei. Hallo. Gerade gucken. Horizon Zero Dawn, nein, werde ich nicht spielen. Nee, das ist völlig oberflächlich, ich weiß, aber ich kann dieses Maschinen mit Pfeil und Bogen bekämpfen, das kann ich nicht ernst nehmen. Also das ist, was ist das hier? Ist das Kupfer? Gebrannte Ziegel. Ah, okay, cool. Ja, nehmen wir gleich mit hier. Nehmen wir geile Baublöcke. Also Finca-mäßig bauen. Da ist wieder so ein Pflänzchen. Das ist, wie gesagt, hier sehr uncool. Und vor allem ist hier auch... Mann, warum sind hier sind ja überall Dörfer. Du hast ja nirgendwo deine, ich sag mal in Anführungszeichen, Ruhe zum Bauen, ne? Also so dein... ich will nicht, dass man irgendwo draußen... Ich guck mal hier. Kommt ja noch mehr Miasma. Wir gucken einfach mal. Hallo, two silver boys. Boys? Ja, boys, okay. Fabian hat gefragt, ob ich ihn grüße. Hallo, Fabian.
Das war jetzt kein Gruß. Ich hab nur Hallo gesagt. Ach Mann, jetzt geh noch. Aber hier ist doch eigentlich geil, ne? Hier können wir. Oh, das ist. Hier ist schon schön, ne? Aber wir können noch rüberwandern, das ist nicht das Problem. Nur hier finde ich schon mal. Hier finde ich auch ganz schön. Ich mag so nicht, wenn so irgendwie sowas Geiles im Hintergrund. Oh Gott. Oh wow. Da stand doch gerade was. Da. Alter, einfach ein Horrorgame geworden. Hey, das ist aber ein schöner Ausblick, ne? Okay, das schon wieder Ferien? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber guck mal, wie krass das ist, wo man alles rumrennen kann, ne? Es ist hier alles begehbar. Das ist schon krass. Das ist wirklich schon krass. Und dieser Erbauertempel hier ist halt einfach riesig. Wir müssen noch weiter rauf. Ich bin hier, hau drauf, du. Zaubern finde ich hier, ehrlich gesagt, irgendwie viel zu einfach. So von dem Schwierigkeitsgrad her. Manchmal benutzt man noch Pfeil und Bogen. Beuter Buddha. Mach mal hier. Ich möchte doch einfach nur... Okay. Mich hier. Ja. Es ist verrückt, wenn man bedenkt, dass das erst 40% der Welt ist, ne? Alle guten Schaden. Es ist erst 40% der Welt. Das ist verrückt. Wo bin ich jetzt auf der Karte? Okay, damit kann ich leben. Und hier hinter Schnee? Warte, ich will da mal drüber gucken. Ach. Ich wollte erstmal was anderes. Hey, schieß dich doch mal. Warte nochmal. Mach mal. Oh, nochmal, komm. Was war das denn? Hä? Hör doch auf mit... Alter, was? Ich wollte eigentlich einen Double Jump machen. Und dann... Ground Slam, weißt du? Das wollte ich, genau. Jetzt gehen wir gerade einmal hier. 7. Dann heilen wir uns hoffentlich ein bisschen. Oh Gott, tickt das hart. Versuche mich nur dagegen zu heilen. So. Hallo Rudi. Wenn ich das Game bewerten würde. Also, ich finde es sehr gut. So, also. Ich, für ein Survival-Game finde ich es sehr, sehr gut. Die Frage ist das dein Ding oder nicht? Also, na so. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Ding macht halt einfach... Warte. Einfach so ein Blumenteller-Weil. Warte, wir haben doch hier... Zack. Oh,
das heilt auch direkt. Aha, okay, das heilt auch direkt die Dingens. Wenn du Gleiter machst und man Double Jump, das ist ein bisschen verwirrend. So. Wo ist das Enshrouded Placement, wenn man es mal braucht? Ich hatte tatsächlich heute einen Call mit einer Agentur wegen sowas. Also quasi so eine Agentur, die für dich Placements ranschafft, so, ne? Also wo man dann, die haben halt so eine Kartei und dann können halt die Werbekunden sich da melden und dann sagen die, ja hier, ne, guck mal, der Lars, Plan, ne, und so. Ist so ein bisschen wie so eine Model-Kartei. Gibt's das halt auch für Creator. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Finde ich auch tausendmal besser als so ein Netzwerk-Gedudel oder so. Und ja, im Endeffekt ist es, wir sind zu wenige hier. Wir sind einfach zu wenige. Was ja verständlich ist, ne? Wenn ich jetzt Werbetreibender wäre und ich würde Werbung schalten wollen, würde ich mir auch denken, ja, okay, nee, lass mal. Das ist nicht so. Glas hat was am Kopf. Ja, das sah aus wie... Was passiert denn da unten? Sah ein bisschen aus wie Ganzkopfherpes. Geht's denn noch höher? Wir werden wachsen und die Weltherrschaft an uns reißen. Nur vielleicht, vielleicht noch nicht. Bin da entspannt. Zumindest heute bin ich da entspannt. Was ist das? Alter, sag mal. Ich habe keinen Bock hier auf Ganzkopfherpes. Effektiv. Also das Ding ist auf jeden Fall gut gegen die. Ich glaube, damit kann man auch sehr gut Bäume fällen. Nee, tatsächlich nicht. Das hier ist einfach sinniger. Okay. Was bist du denn da hinten? Guck mal. Bin auf der Suche nach einem geeigneten Ort. Ich glaube, wir entfernen uns von dem, was ich mir vorstelle, aber es sieht halt trotzdem cool aus hier. Ich hab gerade eingeschaltet, was habe ich verpasst? Noch nichts. Wir suchen einen Platz zum Bauen. Das ist so das, was wir machen. Okay, ich würde sagen, wir probieren den Herrn Kollegen da hinten mal. Zumindest gucken wir mal, was er macht. Er muss ja nicht zwingend böse sein. Wobei, haben wir jemals hier einen netten getroffen? Nee, er läuft weg, guck mal. Hallo, ich tue dir nichts. Na? Rennst du auch in den Tod? Alter, was? Okay. Gut, der tut uns schon mal nichts. Wo bin ich auf der Map? Okay, weiter geht's, weiter hier hoch, 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 hoch. Oh mein Gott. Nein, ich will kein ganz Kopfherpes hier. Hört auf. Hört einfach auf. So, gut. Dann könnte ich noch mehr Leben sammeln. Ein wandelnder Pilz. Ja, sehr cool, ne? Lars wird Model? Ja, warum nicht? Nein, ich werde... Alter, ich werde doch nicht Model. Was ist denn los bei euch? Ich bin Model. Da bringt es in der Kuh eher Radfahren bei. Was ist das hier? Eine Waldrübe. Mhm. Rucksack ist voll. Ja, hier ist auch so voll das Plateau, ne? Ey, die trifft aber auch immer. Überleg mal, wo ich war. Einmal ganz Kopfherpes hier. Rotes Miasma, da sind wir One-Hit weg. Mal eine Frage, meint ihr, wir kriegen... Also jetzt mal ernsthaft, eigentlich will ich das Auenland bauen, also Hobbithöhlen und so. Aber meint ihr, wir kriegen ein Baumhaus um den Baum gesenkt?
Meint ihr, das klappt, dass wir da ein Baumhaus drum kriegen? Weil der Baum ist schon riesig. Also vielleicht... Hier auch, hier auch. Wir könnten versuchen, hier irgendwie ein Baumhaus reinzumachen. Aber da drüben... Da drüben ist auch geil. Auch wenn das noch überhaupt nicht unsere Gegend ist, aber... Hier, die Klippe ist ja auch mega, um ins Tal reinzugucken. Habe ich was verpasst? Haben wir Blutmond? Ich bin verwirrt. Jetzt einfach stockefinster, ne? Ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel weiterlaufen. Wenn nicht, dass wir irgendwo abstürzen, dann müssen wir alles wieder hochklettern, ne? Aber ich glaube, wir bauen hier, hier rüber, darüber. Und da gucken wir uns das mal an. Oder halt Baumhaus. Ich würde rennen. Nö, ich chill doch einfach. Wenn du, guck mal, wenn du rennst, ne? Wenn ich jetzt losrenne, dann ist doch das Einzige, was passieren wird, dass ich irgendwo reinrenne, wo ich nicht reinrennen will. Und wenn das passiert, verkackt. Wenn ich jetzt chille, dann chill ich hier. Dann muss das zu mir kommen. Hm. Runterfallen kannst du auch, wenn du wegrennst, genau. Nicht unbedingt so sinnig. Ja, Baumhaus. Ich glaube, die meisten sind für Baumhaus. Ob es da oben noch größere Bäume gibt? Ich guck gerade. Ich habe das Gefühl, dass hier das so die größten Bäume sind, ne? Und das ist halt echt schon riesig. Könnte ich hier ein Baumhaus bauen? Hm. Das leuchtet auf der anderen Seite. Das ist so ein Turm. Das ist so, hier in der Richtung müsste auch, guck mal, da leuchtet auch so ein Turm. Und das ist, in die Richtung ist das hier der, beim, guck mal, wo wir sind, da sind wir. Und was du leuchten siehst, ist hier, Hochweidenwarte. Kann man Schnellreise hinmachen. Wir könnten theoretisch auch irgendwie da hinkommen, dann könnten wir da auch Schnellreise machen. Meinst du, man könnte Hängebrücken von Baum zu Baum bauen? Gibt der Baumodus das her? Auf jeden Fall gibt es der her. Auf jeden Fall. Also der Baumodus hier gibt noch viel, viel mehr her als bei Minecraft. Viel, viel mehr. Wenn es ums reine Bauen geht, ne? Minecraft hat noch Redstone und so. Das hast du hier jetzt nicht. Aber der reine Baumodus ist hier bei weitem besser als... Wer kommt denn da? Als bei Minecraft. Na? Traut sich nicht, ne? Was haben wir da? Ach, so eine Pflanze, ne? Wackelt im Kopf, okay. Hey Lars, kannst du mich grüßen? Ich hab Geburtstag. Icke Hexe, alles Gute zum Geburtstag. Da oben im Baum ist bestimmt auch eine Hammer-Aussicht. Ne? Hier oben, meinst du? Vielleicht? Vielleicht? Weiß nicht. Mal gucken. Oder da oben, ne? Da oben in den Bäumen. Ich meine, man kann sowieso da hinten hochlatschen in die Eisberge, ne? Das ist, oder der Baum, da sieht auch sehr, sehr groß aus. Wir müssen mal gucken, ob wir so einen zentralen Mammutbaum finden. Irgendwo so ein Yggdrasil oder so. Ich will jetzt nur nicht weiter wandern, weil hier ist halt wirklich, hier ist so ein Gap und ich will nicht hier runterfallen. Ich will gerne hier, weißt du so, ich würde gerne da rüber. Und dafür müssen wir auf jeden Fall mindestens da hinfliegen oder irgendwie sowas, weißt du?
Und das ist im Dunkeln halt echt kiesig. Hab ich nicht bedacht. Müssen wir ein bisschen entspannen hier. Mal ein bisschen Handwerk. Können wir ein Lagerfeuer machen? Einfach so, hier Lagerfeuer. Euch Holzscheite 2. Ja, die sammle ich jetzt. Pass mal auf. Ja, ein kleines Bäumchen hier. Alice, vielen lieben Dank. Alice verschenkt jeden Stream eine Mitgliedschaft. Es ist einfach mega sweet. Wir müssen gar nicht immer die 5000 verschenkten Kanalmitgliedschaften sein oder so. Es reicht einfach so. Die Geste zählt. Was haben wir hier? Brütlingsbeine. Überreste Schädlinge, die unter dem Miasma hausen. Nee, komm, schmeiß weg. So, dann nehmen wir das hier. Scheidel. Scheidel. Also Scheit. Holzscheit. Kannst du mich grüßen? Ich habe keinen Geburtstag, aber dafür leide ich an Schlaflosigkeit. Also das Geile ist, jeder hat immer irgendwas. Also wenn Leute einfach sagen und so, kannst du mich grüßen, weil ich gegrüßt werden will, würde ich mir denken so, cool. Ja, würde ich direkt machen. Allein deswegen. Aber die Leute haben immer irgendeinen Grund, wieso, weshalb, warum. Die flachsen halt rum, weißt du? Ja, wir können hier mal die Musik lauter machen. Ne? Hier ist einfach, die Musik ist einfach quasi nicht existent. Fällt mir gerade auf. Erstmal, was könnte ich denn hier? Was ist das? Vergifteter Kupferfall. Stufe 12 Bogenmunition. Stufe 12 Kupferfallmunition. Wir sind halt einfach voll underlevelt hier, ne? Feuerball. Hier, komm. Schmeiß weg. Interessiert mich nicht, Feuerball. Magie interessiert mich hier wirklich null. Mach mal. Ne, eins reicht. Ich habe natürlich gleich zwei gemacht, weil ich doof bin. Was ist das? Waldrübe. Ist ein Geschick. Das kannst du bei mir vergessen. Da hilft auch keine Waldrübe mehr. So. Kann ich das jetzt hier... Ah, guck mal. Das ist herrlich. Ich würde gerne... Kann ich so... Irgendwie... Ich würde gerne so mich hinsetzen. Nicht so in die Hocke gehen, sondern mich richtig hinsetzen. Einfach so auf den Boden sitzen. Kannst du mich grüßen? Mein linker Fuß juckt. Hallo, Annas rechter Fuß. Lars, kannst du mal Fortnite spielen? Ich hab's gemacht und wurde weggehatet. Man kann richtig sitzen, gibt eine Taste dafür. Ja, aber welche ist das? Achso, ist das echt X? Okay. Ja, cool. Oh, sind wir mal ehrlich, das hier. So. Und dann machen wir Einstellungen. Anzeige? Ist das Anzeige? Kann ich hier das... Nein? Nein, nein, nein. Nein. Spiel? Ja, ja, ja. So. Das wäre auch ein geiler Pausenscreen, ne? Wäre auch ein geiler Pausenscreen. Und das war ich gerade nicht. Das war ich nicht. Das hat die Kamera von alleine gemacht. Also ich höre noch immer keine Musik. Ja, wir machen gleich Musik. Entschuldigung. Ihr müsst euch ein bisschen mehr beschweren, wenn es um so... solche Dinge des Streams geht. Ich kann ja auch nur lernen, wenn man mich darauf hinweist. Sonst, wenn keiner was sagt, dann... Das ist ja normal. Wenn keiner was sagt, dann denkt man immer, okay, so wie ich es mache, ist richtig. Ne? Oder... Wenn jetzt keiner gesagt hätte am Anfang, irgendwie der Stream ruckelt oder sonstiges, hätte ich gar nicht nachgeguckt. Ich hätte gedacht, alles ist okay. Und auch nicht nachgefragt. Das ist ja echt ein geiler Pausenscreen, so. Total geil. Jetzt gucken wir kurz nach Musik. Sound. Musik ist halt... Die Musik läuft halt so selten. Ich glaube, das ist das Problem. Es ist schon... Ne? Ist schon an. Die Musik läuft einfach zu selten. Wir könnten vielleicht... ich guck... Wir machen eh gleich eine kurze Pause, ne? Wir machen ja immer so jede Stunde eine kurze Pause. Ich guck gleich mal nach... Adrian von Ziegler Musik.
Hat dein Hintergrund sieht noch immer traurig aus. Meinst du hier? Hier oder was? Nö, das ist einfach nur nicht fertig. Also, das ist ja eine weiße Wand. Kann doch so. Warte. Mehr Licht bedeutet mehr Freude! Drum kommt jetzt und singt alle mit. Bom, bom, bom. L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-D. Nee. L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-Lied. Das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-D-Lied. Oh Gott, das ist so lange her. Tschüss, Loro. Und bis Freitag. Buchstabieren üben wir nochmal. Nein, das Problem ist, die buchstabieren Lied und sagen Lied. Also sie sagen das L-A-G-E-R-F-E-U-E... Oh, F-E-U-E-R-L-I-D Lied. So, boah, das ist so... Ah. Hallo, ihr kennt ja wohl das Lagerfeuerlied. Das ist genauso wie das Fun-Lied. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Dich und mich. N steht für endlich haben wir mal wieder Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. Das Lagerfeuerlied von SpongeBob, Mann. Ja gut, wir können auch... Country Road takes me home to the place I belong. Ich komme aus dem Osten, wir hatten andere Lieder. Ja, jetzt kommt wieder die Ostenkeule. Wir hatten ja nichts. Nicht mal Bananen. Entschuldigung. So, wird's jetzt mal wieder hell, oder was? Oh, na Kacke. Ein Bett mitnehmen sollen, aber ich glaube, es wird langsam hell. Nüscht hast du gesagt. Ich sagte andere. Ja, nüscht ist auch andere. Okay. Ich glaube wirklich, dass wir da oben nicht mehr so dicke Bäume finden. Da auch nicht. Ich glaube hier, dass das wirklich schon so... Hier, das hier ist schon so Maßstab an Baum. Wir müssten den Rest drumherum fällen, ne? Oder? Ich glaube wirklich. Guck mal, wenn wir uns so umgucken, die werden direkt wieder... Das werden so richtige Flöten. Weißt du? Die Bäume. Die werden so richtige Flöten da hinten. Und hier, das ist schon... Ich glaube, das hier ist schon so... Ich frage mich, ob man nach oben hin die Äste abhacken kann, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen irgendwie damit leben, dass wir das nicht können. Wir müssten nur gucken, wie wir uns da hochbauen. Wir bräuchten also richtig viel Baublöcke erstmal vorab, bevor wir uns da hochbauen, weil ich meine, runter kommt man immer, aber man müsste ja auch immer wieder hoch. Wir brauchen einen Flammenaltar. Kein Slot, genau, da machen wir hier noch einen Flammenaltar. Pass mal auf, das eine Salz hier. Lösch dich, Salz. Lösch dich. Mr. Ferrero ist mein absoluter Fanboy. Kennt ihr den Bananenkompass? Ich kenne nur die Bananenfrau von Instagram. Die will man eigentlich nicht kennen, wenn ich ehrlich bin. Das muss ja irgendwie so nah wie es geht an den Baum, ne? Nicht genügend. Oh, hier ist ein ganz gut gewesen. Guck mal, da war doch irgendwo. Hier war doch Platz. Erzähl mir doch nichts. Da. Willst du mich verarschen? Hier war doch gerade. Weil ich selber da drin stehe? Ich. Nee. Doch, vielleicht. So. Mit der Flamme kommunizieren. Juhu! Okay. Würde das Haus aber mitfallen, wenn der Baum gefällt wird? Nee, oder? Ich glaube nicht. Wenn du näher bei Kroko wohnen würdest, könntest du mit ihm einen IRL-Stream aus Bayern machen. Für alle, wo es nicht verstehen, hört den Podcast wegen Lars' Meinung zu Bayern. So.
Aber was hat das mit dem IRL-Stream zu tun? Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Okay, pass auf. Dann gehen wir jetzt nach Hause und holen uns ganz viele Baublöcke. Wir brauchen nämlich ganz viel Holz. Ja? Ne, ich habe M gedrückt. Okay, aber ganz ehrlich, das ist mal ein guter Port. Punkt. Also, wir können weit fliegen. Bananenkompass. Leg eine Banane auf eine Mauer und da, wo angebissen ist, ist Osten. Ja, das ist schon ein bisschen hart. Aber... Ja, ich krieg's, ja. So. So, wir müssen gerade einmal gucken. Ich würde gerne hier einmal gucken, was das hier mit dem Rezept durchsuchen. Ne, immer nur Metallplatte. Man könnte das schon als diskriminierend annehmen. Holzsäure, natürliches Nebenprodukt des Kohlebrennofens, hat nützliche Eigenschaften sowohl für die Medizin als auch die Alchemie. Teer. Hier im Ofen. Ne, hier tun wir kochen. Hätte ich gesagt, dass wir im Ofen Lehm machen? Ich nehme gerade, warte mal. Ich lege erstmal alles ab, was wir ablegen können. So. Also. Ich will das Baumhaus eigentlich aus Miasmaholz und Pflanzenfasern machen. Das halte ich für irgendwie am passendsten. Aber wir gucken mal. Ja, gut, hier komm, lass das mal. Knochenblock. Nee, Knochenblock ist voll unschön. Ich habe einfach viel zu wenig Kisten und viel zu viel Müll. Okay, die können wir auf jeden Fall schon mal zerlegen hier. Pfeile. Was mit diesem Elixier? Okay, das ist für mehr Damage. Zerlegen, warum habe ich sowas? Zerlegen, warum habe ich das? Meist auf der Streitkolben. Zerlegen. Was soll das denn? Das kann ich löschen. Ich habe Glas hier auch in den Chat. Warum sollte ich? Ich kann das lesen. Katharina? Was braucht es, damit ich offiziell anerkanntes absolutes Fangirl werde? Gibt es da Pfadfinderanzeichen? Du kannst bald eine gesamte Kollektion kaufen. Dann bist du auf jeden Fall nah dran. So, jetzt gucken wir mal gerade. Knochen mit zählbewachsener Block. Das würde irgendwie auch gehen für ein Baumhaus. Das sieht so ein bisschen bewuchert aus. Oberholzblock. Geteerter Holzblock ist auch ganz schick. Aber ich finde, dieses Miasma-Holz passt am besten in so ein Baumhaus. Sieht aus, als hätte man so Latten aneinander gedeut. Und Pflanzenfaser, ne? Für ein Baumhaus? Den Blondzilla treibt es halt so rein. Leitern kann der Schreiner machen, ne? Ja, wir gucken mal. Das ist ja hier der Dude. Gut, dass du es geschrieben hast. Dann kann ich nochmal gucken. Brennofen. Das ist aber nicht der Kohleofen, ne? Das ist jetzt ein Brennofen. Da kann ich wahrscheinlich die Lehmklumpen drin machen und so. Okay. Verbesserter Greifhaken. Können wir auch noch machen, ja. Leitern. Okay, mich würde jetzt interessieren, kann ich die Leiter, wisst ihr das, ob ich die Leiter einfach so hinstellen kann?
Ja, kann ich das? Kann ich das? Weißt du, ich mach den Chat extra auf keine Latenz, super schnell und alle so. Was, der hat eine Frage? Was ist denn los mit euch? Ist euch Ostern zu nah? Seid ihr alle so schreckhafte Hasen? Müsst noch Eier bemalen? Aber dafür sorgen, dass eure Eier nicht aussehen wie zwei Drittel der Blue Man Group. Ich hätte Fragen. Ja, kannst du? Okay. Okay, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Pause. Und dann bauen wir mal ein paar Leitern, gucken mal, dass wir in den Baum kommen. Ja? Ich muss da gerade mal was gucken. Ich hab da Fragen. Ich finde verdient. Ich finde verdient. So, Pause. So, ich nerv noch gerade die Leute im Discord wieder. Moment. Wo ist denn Discord überhaupt?
mal hier zum Thema Latenz, ja? Null. Da steht Latenz null. Ja, die Ausrede funktioniert nicht. Von wegen der Chat hängt und so. Und meine ernst gemeinte Frage, jetzt wirklich ernst gemeint. Geht euch das hier zu langsam? Ich meine, wir haben jetzt eine Stunde, sind wir rumgelatscht. Also, ernst. Ist euch das hier zu langsam? Wollt ihr mehr Profi-Gameplay? Jetzt ernst gemeint? Ist euch das zu langsam? Ich hatte ja die Hoffnung, dass alle sagen so, ja, Lars, mach mal weiter hier, ja, will Baumhaus sehen. Dann hätte ich einfach gesagt, gut, dass mir das egal ist, aber verdammt. Mist. Hätte ja klappen können, ne? So, jetzt wird erstmal wieder genagelt. Wo sind die Nägel? Ich brauche Nägel. Nägel, was ist die bei dem hier? Da, Nägel. Und wir brauchen Metallschrott, den haben wir aber auch noch. Machen wir ein paar Nägelchen. Oh, Metallplatten, nicht Metallschrott. Hier? Miasmaholz. Ah, das ist auch gut. Da können wir auch gleich hier Baublöcke machen. Bisschen Metallschrott. So. Haben wir ein paar Nägelchen. Was ist denn mit dir los, sag mal? Kennst du den hier schon? Der, ja, okay. Ich sag nichts mehr. So, leider. Wir machen mal 1, 2, 3, 4 Leitern für nach da oben. Ich weiß ehrlich nicht, wie viele Leitern wir brauchen, um da hochzukommen und so. Godzilla, du darfst doch reden hier. Jetzt sei doch mal nicht so eingeschnappert. Okay, wir müssen eh erstmal Miasmaholz sammeln gehen und dann gehen wir das Baumhaus bauen. Hallo, Amuletta. Hallo. Ich hoffe, du fällst von der Leiter. Ja, aber nur in deine starken Arme. Damit wir endlich das Remake von einem Jennifer Aniston-Film machen können. Platz in meinem scheiß Inventar. Ja, zur Not werde ich erst eine Plattform bauen und dann da die Leiter dran sensen. Das ist ja jetzt nicht so das große Problem, ne? Wir brauchen halt nur erstmal wirklich ein bisschen Miasmaholz. Wir sind wieder im Eichelland unterwegs. Super gut. Da oben. Noch ein bisschen. Und hier auch nochmal. Ich hatte so ein bisschen nach dem letzten Freitagsstream hatte ich ein bisschen Enshrouded-Entzug quasi. Und hab dann nochmal so drüber nachgedacht, naja, wenn man das so als Video machen würde, dann. Nein, ich will nicht die Eichelflüssigkeit da. Wenn man das als Video machen würde, dann hätte man es natürlich regelmäßiger. Dann dachte ich mir wieder, oh nee. Überleg mir, da muss man so viel rausschneiden, damit das Survival. Game an sich überhaupt noch irgendwie guckenswert bleibt. Die Idee war mit dem Holz. Warum? Das ist echt schön. Wir können das ja hier sammeln. Das ist ja nicht das Problem. Wir sammeln in 4 Minuten genug. Keine Sorge.
Anna ist schon wieder verwirrt. Aber das ist das größte Problem, was ich mit Survival Games habe. Auch mit Minecraft. Man muss. Um quasi Videos zu machen, die jetzt nicht ewig lange gehen und langweilig sind, ne? Also, Gronk. So. nennen wir sie lieber, die so aus der Zeit gefallen sind, Videos zu machen. Muss man halt unheimlich viel vorleisten und dann rauscutten und so. Und das ist. Ich kann schon verstehen, warum die meisten Minecraft-Videos wirklich eigentlich im Kreativmodus stattfinden. Man sieht es nur nie. So. Und dann regen sich die Leute in den Kommentaren auf. Du warst im Kreativmodus! Ja, natürlich. Jeder ist im Kreativmodus, weil das spart einfach Stunden über Stunden an Farming-Zeit. Jetzt bin ich verwirrt, aber okay. So, ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug Holz, oder? Wie viel haben wir? Wo ist das? Wo ist denn? Nee, ach, kann ja nicht sein. Metallschrott, Nägel, Stofffetzen. Hier, 80. Ein bisschen brauchen wir noch. Ein bisschen brauchen wir noch. Ich stell mich in Minecraft immer auf Friendly, wenn ich Ressourcen farme. Ist natürlich auch eine Option, aber jetzt so aus Creator-Sicht ist das natürlich. Ist das super anstrengend. Was meinst du, was ich früher gegrindet habe, um jeden Tag ein Video zu machen und so? Das ist super anstrengend. Es wäre ja auch doof, nicht in den Kreativ zu gehen. Wer hat denn was davon, wenn der Content Creator stundenlang alleine vor sich hin grindet? Ja, das ist. Ich mach's tatsächlich nicht. Ich gehe nicht in den Kreativmodus. Ne? Weil ich weiß, das nimmt mir sofort jeden Spaß daran, irgendwas zu bauen. Hallo! Sag mal. Und. Bam. Und du auch. Bam. Easy. Ne, sobald ich kreativ nutze, bin ich so im Survival völlig raus. Miasma, Achtung! Ja. Hör doch mal nicht rum hier. Hier hoch, ne? Ah. Einmal raus. Finde einen Ausweg. Ja. Ich kenne den Ausweg. Danke. So, sollte erstmal ein Miasma-Holz reichen. Leitern haben wir jetzt auch ein paar. Da müssen wir ein bisschen Boden machen und so. Kann man noch solche Zelte bauen? Ich glaube nicht, ne? Also, theoretisch schon. Mit einem Block Blöckchen und so kann man das schon machen. Creator geht kreativ fit raus und den zweiten Account, der alles reinspawnt. Aber das merken die Zuschauer trotzdem. Weil die sind dann wirklich so, wo hast du den Stack Kohle her? Da müsstest du 1,47 Level gemacht haben. Hast du aber nicht, ja? Hast du irgendwas verzaubert? Hast du auch nicht. Also, was kreativ wurde oder was? Ja, die Zuschauerschaft ist sehr akribisch, was das anbelangt. So, und das ist dann immer so, sich dann immer rechtfertigen zu müssen, ist dann immer sehr anstrengend. Aber ich habe ja, bei Minecraft für Anfänger habe ich ja zum Beispiel gesagt, dass ich tatsächlich einfach in den Kreativmodus gehe, damit ich jeden Tag ein Video machen kann. Hier geht es ja jetzt nicht darum, dass ich mich einfach dumm und dämlich farme, sondern, ne, so. Und das, boah, wie viele tausende Kommentare habe ich da verbracht, um den Leuten das immer wieder zu erklären und immer wieder zu erklären und immer wieder zu erklären und immer wieder zu erklären. Ah. Weil das Problem ist dann halt auch, dass andere lassen sich dann davon anstecken. Weißt du, wenn einer das schreibt, dann sagen andere, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann schaukeln die sich so hoch. Weil ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, mir doch Latte, macht halt, was ihr wollt, ne?
Aber das mag ich halt auch mal nicht. Ich habe dann immer so einen inneren Drang, das irgendwie zufriedenzustellen. So, jetzt gehen wir erstmal zurück. Also wir porten uns zu unserem Baumhausprojekt und gucken mal, ob wir das hinkriegen, ne? Aber wenn Hardcore gefaked wird, merkt es keiner. Dabei ist so einfach Hardcore zu faken. Ja. Du kannst einfach jeden Tod rausschneiden. Fertig. Oh, das ist ja wirklich simpel. So, hier oben. Das wird echt nicht einfach, ne? Da oben. Jetzt gucken wir mal. Kann ich die leider einfach hier... Ich kann die wirklich einfach hier dran klemmen? Das ist ja witzig. So. Und dann kann ich hier hochklettern? Oder was? Oh, klettert man die von hier hoch? Warte. Ich nehme die... Nehme die nochmal. So mache. Ich bin im Zirkus! Halt mal dieses Gleichgewicht. Kann ich die jetzt einfach hier... Kann ich die einfach da drauf pinökeln, so? Geht halt wirklich. Wie geil ist das denn? Wir können quasi so eine... Wie heißt das? Dingensleiter machen. So eine... Mann, diese Leitern, die so in der Luft hängen und so rumwobbeln, wenn man da versucht hochzuklettern. Das ist ja endgeil. Nacht, Alex. Ich sehe es gerade noch. Ah ja, ich muss leider los. Es fehlt leider noch ein Geschenkemitgliedschaft von mir im Chat. Ich sage schon mal gern geschehen, wenn auch immer es trifft. Alex, vielen, vielen lieben Dank. Aber eigentlich sollte es auch als Alert angezeigt werden. Das wird alles demnächst überarbeitet, Gott sei Dank. Es ist bald soweit. Ich habe sehr, sehr coole Plugins gesehen. Kann ich... Oh, jetzt wird es schwierig, da noch eine draufzustellen, ne? Warte, ich kletter nochmal. Nicht genügend freier Platz? Warum? Das geht, Alter. Ja, geht noch höher, noch höher. Ich sehe nichts. Nimm das Schild da weg. Nimm doch jetzt mal das Schild da weg. Was ist denn los mit dir? Das gerade einmal ablegen, danke. Okay. So. Hallo, Elchi. Wie wäre es mal mit einem Command-Plugin? Ja, Commands können wir ja machen über Stream Elements oder so. Wenn du das jetzt meinst, so mit Ausrufezeichen Info, Ausrufezeichen Merch, Ausrufezeichen bla. Okidoki, hier müssen wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal eine Plattform hinzimmern. Sonst kommen wir nicht weiter. Aber überleg mal, es sind 3 Leitern. Es ist halt noch lange nicht oben beim Baum, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich finde es macht mich ein bisschen geil. Ich bin schon so ein bisschen... Uiuiui. So, kann ich das Fundament irgendwie dünner machen? Kann ich das dünner machen, das Fundament, dass es nicht so fett ist? Ich meine, wir reißen es eh wieder ab, aber... Willst du nicht noch höher? Ja doch, aber ich kann jetzt nicht draufbauen. Ich brauche jetzt erstmal eine Platte, damit ich wieder weiterbauen kann. Weil ich kann nicht bauen, während ich da dran hänge. Das geht nicht. Wo kann ich denn dünnes Fundament machen? Nummer 7? 7 ist aber Decke, ist ja kein Fundament. Das ist ja... Aber okay, wenn ihr das sagt, ich glaub euch mal. So. Und jetzt brauchen wir wieder Leitern. Hallo. Koge0815, hallo. Wir haben nur 4 Leitern gemacht, ne? Wir brauchen noch mehr Leitern. Wir müssen nochmal zurück zum Schreini. Wir müssen nochmal zurück zum Schreini. Zum Feini-Schreini. Das ist Alpha-Wand hier wegen dem Baum, ne?
Ich komme nicht weiter da dran. Ich kann da zwar hinbauen, aber... Okay, das wird wild, ne? Das wird wild oben. Okay, egal. Weil das wird sehr, sehr schwierig sein, oben das irgendwie zu vertuschen. Hallo, Täubchen. Das ist... Oh, warum hat der denn so... Das ist so schade, dass der so eine Alpha-Wand hat. Mann, Mann, Mann. Okay, einmal zurück zum Schreini. Wir müssen noch 3 Leitern holen oder 4. Ich kann so eine... Ich kann in den Baum reinbauen, aber nicht drin laufen. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Ist da nicht so... Ah, müssen wir mal gucken, wie das später aussieht. Was mache ich überhaupt? Ich brauche doch nur auf der Map... Ich denke immer, ich muss an den Altar. Dahin. Nochmal ein paar Leitern holen. Was wir auch machen könnten, wäre natürlich, dass wir bis über den Baum gehen und obendrauf das Haus bauen. Das könnten wir auch machen. Oder? Oder wir bauen einen Kreis, also einen Ring quasi drumherum. Den hängen wir dann einfach ins Blattwerk, so dass wir uns auf dem Ring bewegen können. Das könnten wir auch machen. Wir müssen erstmal gucken. Wir müssen erstmal gucken, wie es da oben so ist. Wir machen noch ein paar Leitern, komm. So. Und noch 3 Leitern gemacht. Wir brauchen noch mehr Leitern, ne? Warum mache ich denn Regale? Bin ich denn dumm? Ja, Lars, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, nicht? Halt die Fresse. Ich bin so ein Idiot. Manchmal bin ich wirklich ein Idiot, also, oder? Ja, hier, guck mal. So, noch ein Regal vor dir sich. ich bin so dumm. Regale, Leiter. Mehr Nägel, mehr Scheitel. Ja, okay. Rhetorische Frage und so, ja. Ist schon wieder hell? Und was erzählt ihr denn? Diese Schmelze könnte wirklich praktisch sein. Glaub mir, du solltest mein Schmelzen. Ach so, ja, um Eisen und so einschmelzen zu können, ne? Gut, wir brauchen ein bisschen Holz, paar Nägelchen. Das wird schon. Mehrere Ebenen wären cool. Ja, das Problem mit den Ebenen ist ja, dass wir eben nicht durch den Baum durchlaufen können. BZW bis an den Baum ran, weil der so groß ist, ne? Guck mal, hier wäre ja egal. Hier können wir bis an den Baum. Aber bei dem Riesenbaum haben wir ja so ein Luftloch dazwischen, ne? Und das ist dann halt echt dumm. Also das ist halt doof. Das sieht doof aus. Nicht dumm, sondern das sieht doof aus so. Und das ist ja das, wo ich gerade überlege, was wir am ehesten machen. Danke, gib mal hier. Da noch ein bisschen. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich am Anfang nicht die Überlegung gemacht habe. Achso, das ist ja mein Dorf. Ich wollte sagen, warum ich nicht das Dorf da aufgebaut habe. Ja. Okay. Also für heute ist auch genug, ne? Lars, hast du die Sache mit dem Create-Server auf deinem Discord beigebracht? Was? Nein? Was für ein Create-Server? Ich habe gar keinen Create-Server.
Mitgekriegt. Nö, also ja, der Joe, ne? Beim Joe machen die das mit dem Create-Server. Einmal doof, immer doof, oder wie war das? Ja, blöd bleibt blöd, ne? Da hast du vollkommen recht. Okay. Ich glaube, da bin ich wieder, ne? Kann das sein? Hey, OBS ist einfach geschlossen. Und dafür erstmal den Schmied so die Axt in die Hüfte. Ups. Hey. So, ab heute hat er 80%. So. Ich glaube, das reicht jetzt wirklich an Leitern. Wir gucken mal. Da muss man wirklich sagen, das ist einer der ganz, ganz wenigen Vorteile von YouTube, dass YouTube den Stream quasi hält. Also ich muss dann in die YouTube-Einstellung reingehen und sagen, quasi der Stream ist vorbei. Ja, ansonsten kann ich mich ständig reconnecten. Und dann geht es einfach weiter und wenn der Stream vorbei ist, dann wird diese Lücke quasi einfach geschlossen. Das ist wirklich cool, also das muss man mal sagen. Twitch hat zwar noch 6 Milliarden andere Features, aber ey, darum geht's nicht. Baugebiet benötigt. Oh, da ist... Oho. Oho, okay. Warte mal. Warte mal. Das ist, nee, also so nicht, meine Flamme. So nicht. Warte mal. Ich muss hier mal Erweiterung Baubereich. Das ist der 8080 Miasma-Seele. Holen wir. So geht das nicht, Seele. Wir holen mal eine Miasma-Seele. Also geht's nicht, Feuer. Also bei allen, bei denen der Stream vielleicht jetzt ein bisschen hakelt, einfach mal F5 drücken, neu laden. Dann sollte es wieder gehen. Du, da mal eine Miasma-Seele? Mhm. Ich hätte gerne eine. Stapel teilen, ja, so. Ich will nicht alle vier. Ich darf den Stapel nicht teilen. Ich muss vier Seelen mitnehmen. Anders geht's nicht. Ja, wir gucken gleich mal, wie wir... Erstmal sehen. Okay. Wir müssen jetzt mal gucken, wie hoch 80 ist. Ansonsten müssen wir es noch Stufe 3 machen. Wie wäre es mal mit Inventar aufräumen? Das habe ich aufgegeben. Das kannst du völlig vergessen. Ich räume das Inventar auf und 2 Minuten später sieht es einfach schlimmer aus als vorher. Ich gebe auf. So. Ich kann dank Alpha-Wand nicht da hochklettern. Das ist doof. Guck mal, wie breit das ist. Ich komme da... Oh, ist das doof. Also langsam wird das Baumhausprojekt anstrengend. Dass ich nicht mehr da hochkomme, ist halt echt schon doof. Jetzt muss ich im Prinzip aufnehmen. Aufnehmen. Komme ich da oben dran? Weil dann muss ich das so machen. Okay. Okay, das geht nicht. Dann klettern wir mal hoch. Also kein Baumhaus. Ich weiß noch. Oh, come on. Jetzt klettert er nicht hoch, weil die anderen Leitern da drin stecken. Willst du mich denn verkackeiern, I? So.
Geht nicht. Wenn ich an der Leiter hänge, wahrscheinlich. Du musst oben drüber bauen, ja. Alles andere macht keinen Sinn. Ich muss oben drüber bauen, ja. Aber das heißt, wir müssen die Flamme noch 35 mal aufwerten. Ich versuche mich da drauf zu stellen, warte. Okay. Dann spiele ich hier Sonic oder was? Ich glaube, da geht. Ich glaube, die Alpha-Wand geht einfach noch weiter nach außen. So. Oh. So. Jetzt nochmal runter und mit der Leitern drauf. Die Flamme einfach höher nochmal bauen. Ja, stimmt, das geht auch. Klettern. Ich kann nicht weiterklettern. Ich sag mir nicht, die Alpha-Wand kommt so nah. Oh, Gottes Willen, ist das eine Kacke, ey. Okay, das ist wirklich ätzend. Das ist wirklich ätzend. Müssen wir quappen. Oh Gott, ey. Gut. Wir nehmen mal den hier. Das war jetzt nicht so schlau. Weil ich muss ja irgendwie... Ja, das Problem ist, wenn ich an der Leiter bin, ich kann natürlich für mich was bauen, aber... So. So. Alter, so langsam wird das hier Fortnite, ne? So, vielleicht. Und das entferne ich wieder. So. Dann kann ich hier vielleicht mal gerade gucken. Genau, so. Und so. Ich gucke gerade nur, dass ich hier irgendwie... So, ich will das gerade einmal ausprobieren. Hm, die Alpha-Wand geht zu weit rüber. Aufnehmen. Danke. Also das funktioniert nicht. Und dann müssen wir... das hier weg. Ich wollte sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht mehr, kann es nicht mal mehr abreißen, weil es in der Alpha-Wand ist. Alpha-Wand? Oder wie heißt das und was ist das? Das ist quasi eine Alpha-Wand ist quasi eine unsichtbare Wand. Das ist, um Gegenden zu erreichen, wo man nicht hin soll oder Levelbegrenzung etc. Man nennt das mal Alpha-Wand. Weil das sind quasi die ersten Wände, die gezogen werden in der Alpha. Ja, im Prinzip müssten wir jetzt hier die nächsten Leitern hinstellen, weil wir einfach sonst nicht da hochkommen. Also, weißt du, wie ich meine? Wir müssen... Oh, jetzt habe ich falsch umgebaut. Komm, die Aussicht hier oben wird schon bombastisch, das muss man sagen. Die Aussicht ist schon geil. Die Frage ist jetzt, bauen wir wirklich drüber? Bauen wir drüber oder was sagt er? Ne, ich werde später eine Leiter runterbauen, wenn ich es schaffe. Eine verwinkelte Leiter finde ich irgendwie nicht so geil. Das macht es sehr umständlich. Auf der Höhe bauen.
So. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, ob ich da hingehen kann. Ich muss jetzt erstmal... Ja, okay. So. Dann hallo. So. Ich werde das später ein bisschen rundklöppeln, ne? So. Ja, dann könnte das hier theoretisch wieder weg, ne? Komm ich hier rum? Nicht ganz, ne? Ich muss da ein bisschen rund... Okay. Die Platte passt jetzt nicht ganz da drum. Also nicht ganz gerade. Es wäre schön, wenn der Stamm genau hier in der Mitte wäre. Aber das ist nicht der Fall. Wir könnten allerhöchstens... warte. So. Die zwei. Und dann auch in die andere Richtung. Warte, ich muss mal gerade so machen. Und hier nochmal. So, und dann könnten wir das hier wieder wegmachen. Oder? Ja, genau. Und das hier könnten wir theoretisch auch wegmachen. In der Theorie. So. Guck mal, jetzt hätten wir... Das da hinten müsste auch noch weg. So. Jetzt hätten wir quasi unsere Ausgangs... Oder? Nee, das ist doch da hinten. Okay. Da hinten müsste noch was weg. Warte. Ich möchte eine symmetrische Ausgangsplattform haben. Wenn du Baum fällst, dann baust du Relox, Baum ist wieder da. Okay, das würde natürlich auch gehen, ne? Aber dann fehlt mir ja so ein bisschen der Bezug zum Baum. Weißt du, wie ich meine? So, ich bin gerade... Das ist halt... Das Stück da hinten ist halt falsch, ne? Eigentlich müsste es so sein. So. Weil es ist ja auch so. Da hinten ist ein Stück zu viel. Ich frage mich gerade, woher das kommt. BZ... Alter, hier darf man überhaupt nicht reinlaufen. Ist da kaputt? Warte. So gerade... So. Nee, ja doch. So. Wenn ich das nehme, das nehme, das nehme. Dann machen wir es jetzt so. Der Baum steht zwar nicht ganz mittig, aber es ist mir Latte. Kann ich jetzt drum rumlaufen? Hier nicht, okay. Hier auch nicht, ne? Wir brauchen einen Baum, wo wir drum rumlaufen können. Das, ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Dass wir zumindest um den Baum rumlaufen können müssen. Das wäre so ein bisschen Grundvoraussetzung. Oh, um Gottes Willen. Okay, müssen wir noch weiter raus? Der aber gar nichts. Geht nur darum, ob wir drumherum laufen können. Nicht mehr, nicht weniger, ne? So. Wir können drumherum laufen. Sehr gut. Ist an der Stelle ein bisschen eng. Aber geht. Okay. Mann, Wolfkanal, schrei mich doch nicht so an. Wenn du einrasten ausmachst, hast du mehr Spielraum. Das stimmt. Aber das ist so... Vielleicht kannst du aber Deko hinstellen, wenn du nicht reinlaufen kannst. Ja, das ist wahrscheinlich, ne? Also das müssen wir später mal ausprobieren. Aber die Aussicht ist natürlich schon brutal, ne? Wenn wir dann einfach hier die Riesenbäume hier in die Richtung fällen, dann können wir die Richtung auch noch gucken. Der braucht schon scheiß Mutter Natur, ja? Soll mal gefälligst aus meinem Blickfeld gehen. So, wir müssen mehr Miasma-Holz sammeln. Und wir könnten eventuell, muss ich mal gerade gucken... Das können wir erstmal wieder ausrüsten.
Können wir... einen Altar hier hochstellen jetzt? Also kann ich noch einen bauen und den einfach dahinstellen? Ich weiß nicht, wie viele Flammenaltare ich bauen kann. Haben die nicht ein Limit oder so? Was ist hier? Nicht genügend freier Platz. Ja gut, mit dem Baum geht das nicht, ne? Da müssten wir wahrscheinlich weiter raus. Irgendwie. Hallo Snake. Okay, das geht nicht. Das können wir erstmal. Tisch können wir erstmal knicken. Dann müssen wir den Bauhammer nehmen und hier das einmal das hier wegmachen. Nicht das, bist du dumm? Wer hackt denn unter sich selber die Sachen weg? Wie blöd kann man denn sein? Heilige Makrele, ey. Hallo Andy Coolman. Ich glaube, uns geht's gut. Ich brauche mehr Miasma-Holz, ne? Viel mehr Miasma-Holz. So. Oder wir bauen mit normalen Holz da oben weiter. Das Miasma-Holz ein bisschen... Ich möchte auf jeden Fall noch darüber bauen und da drüben auch was bauen. Da drüben sieht echt geil aus, aber ich glaube, da ist sogar was. Also nicht, dass man einfach nur Wald oder so. Ich glaube, da ist sogar was. Okay, wir gehen erstmal zurück und erstmal Holz holen, ne? Wie heißt das Spiel? Enshrouded. Aber steht auch im Titel, glaube ich. Ja, wir brauchen mehr Miasma-Holz. Auf geht's. Ein bisschen Spaß mit dem Doppelsprung, muss ich ja sagen. Hier steht nicht im Titel, aber in der Beschreibung. Oh, okay. Hätte ich vielleicht mal in den Titel schreiben sollen, war? Da war ich ja wieder hochprofessionell. Für die Bäume fällen, ne? Ja, aber ich finde, die ganz normalen Holzblöcke sehen nicht so schön aus, weißt du? Deswegen will ich hier im Miasma ein bisschen sammeln. Was sind das halt eigentlich krass für krasse Ziegen, die hier in dem Miasma einfach auf so einer Insel hängen. Denken so, okay, ich chill hier meine Base. Als hätten die sonst nichts zu tun in ihrem Leben. Ziege müsste man sein. Ja, du hast vollkommen recht. Mein eigener Name steht im Titel, weil ich hart selbstverliebt bin. Du hast mich erwischt. Das hier ist aber kein Holz, ne? Das kommt... Okay, Ausdauer. Was? Das gibt kein Holz. Das ist... Ich finde, das sieht aus wie diese... Das sieht aus wie so Austernpilze. Ach jetzt, ein Schlag, natürlich. Was bleibt übrig? Erstmal Flüssigkeit. Da hätte ich auch einfach die Murmeln hier quetschen können. Toll. Na? Mach's gut. Grüß deine Oma von mir. Deine Oma ist eine ganz patente Frau. Die fährt im Hühnerstall Motorrad.
Austernpilze? Austern und Pilze sind doch verschiedene Sachen, oder? Ja, wenn du sagst Austern und Pilze, aber es gibt auch Austerpilze. Also Austernpilze. Und sind sehr lecker und ein sehr, sehr guter Fleischersatz. Also wenn du irgendwie mal so, mach mal Geschnetzeltes aus Austernpilzen. Das schmeckt voll geil. Da brauchst du gar kein Hühnchen oder so. Jetzt marinierte Austerpilzspieße vom Grillen. Hm. Was? Nein, es gibt keine Austernpilze, die heißen Austernseitling. Ich sag mal, Elchi ist heute, hat heute auf jeden Fall den How to be German Award gewonnen. Das ist so deutsch. Das ist so deutsch. Wie viel haben wir denn? Okay, wir sollten wirklich die Riesenbäume fällen, ne? Weil wir werden diesen gesamten Austernwald hier fällen und werden nicht genug davon haben. Selbst wenn ich hier alles abhacke. Da müssen wir quasi wieder neu einloggen und. Oh, guck mal, die Ziegen. Hallo, was macht die denn hier? Das ist aber nicht so gesund hier unten. Nee, Elchin, Schweizer Wort kriegst du von mir nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das in der Schweiz ist. Ich weiß nur, was. Der Deutsche. Spätestens seit dem Anzeigenhauptmeister weiß jeder, was der Urdeutsche ist. Was gefällt hier? Zwei Bäumchen, da ist noch ein Bäumchen. Leider sind hier nicht so viele. Ich war noch ein bisschen die Murmeln für mehr Flüssigkeit. That's what she said. Ja, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Deswegen fragst du, ob das eine gute Idee ist mit dem Holz. Ja, ich finde es halt schöner. So, grundsätzlich ist es wahrscheinlich. Ne, also wenn wir jetzt ein bisschen Zeit in Kauf nehmen und reloggen, dass alle Bäume wieder da sind und so, dann ist das ja auch kein Problem. Dann müsst ihr halt nur ertragen, dass wir hier wesentlich länger Holz hacken, als wir müssten, wenn wir ein anderes Holz nehmen. Ja, raus aus dem Miasma und porten. Du machst das schon. Okay. Okay. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen erstmal Holzblöcke. So. Waren jetzt nicht so viele. Aber. Ist hier bald schon wieder dunkel, oder was? Mann. Ich lege mich mal kurz rein. Ich würde tippen, ich bin ca. 70% bayerisch und 30% andersdeutsch. Oh, Deedlecraft. Hallo, Deedle. Und Zuschauer natürlich. Hallo. Willkommen zu Enshrouded. Wir versuchen uns heute an einem Baumhaus. Ich darf noch nicht schlafen, es ist noch nicht spät genug, ne? Hallo, Crafting Mom. Deedle Raid. Mit Kanalmitgliedschaft hier, Stine. Hallo Magellan. Ich war gerade, dass genug Nacht wird, damit ich schlafen kann, weil wir versuchen, ein Baumhaus zu bauen und mich jetzt rüber teleportieren. Also, für die es nicht wissen. Ja.
Wir versuchen hier ein Baumhaus zu bauen. Und wenn ich mich jetzt darüber porte, da ist halt kein Bett drüben. Ist halt ein bisschen blöd, ne? Deswegen warte ich eigentlich gerade, dass die Sonne untergeht, damit ich schlafen gehen kann. Also damit die Zeit... Nein, mit dir will ich nicht reden. Damit die Zeit schneller rumgeht. Wäre schön, wenn es ein echtes Leben wäre mit Wegbeamen und so. Wäre spannend, wer wo auskommt. Ich bin ganz ehrlich, ne? Aber dieses Star Trek-mäßige Scotty, ne? Beam mich hoch und so. Das ist eigentlich eine sehr gruselige Vorstellung, weil da wirst du jedes Mal gekillt und irgendwo anders molekular neu zusammengebaut. Also es ist eigentlich jedes Mal wer anders. Rein naturwissenschaftlich betrachtet. So, jetzt habe ich mich doch geportet. Toll. Hab das geschafft. Einmal hier hoch. Bau doch ein Bett und nimm es mit. Ja, es wäre eine Option, das stimmt. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Und dann dachte ich so, ach komm. Gute Nacht, Niki. Und bis Freitag, da sind wir auch wieder hier, ne? Genau deswegen lasse ich mich nicht beamen, ich gehe zu Fuß. Hey, man kann sich heute schon beamen lassen? Geht das tatsächlich? Dann, okay. Krass. Ja. Wir müssen gleich die anderen Bäume hier fällen, das geht anders nicht, sonst ist das viel zu viel Holz, was wir brauchen. Ich würde aber gerne gerade mal ausprobieren, wenn wir jetzt hingehen und wir machen hier... Weißt du, jetzt wird es natürlich dunkel, es war so klar. Wir machen hier so und ich würde das gerne abrunden da dran. Und hier machen wir so und ich würde es gerne dahin und dahin abrunden. Das ist hier leider ein bisschen breiter als da. Das ist schade. Siehst du, und jetzt wird es halt dunkel. Was soll der Mist denn? Handwerk. Gibt es hier irgendwo ein Bett? Schilde. Genau, eine Keule. Einfach so selber. Und schlafen. Das geht auch. Fackeln, Licht? Gibt sowas nicht? Nee, ja, Blondzilla, du zündest halt so wenig Fürze an. Das ist doch alles. Würdest du mal ein bisschen mehr deine Fürze anzünden, würden wir was sehen. Und endlich mal The Real Blondzilla erleben hier. Hallo, ich denke an die Umwelt. Ach so, und deswegen behältst du alle Gase in dir, bis du irgendwann platzt und gleich so eine Naturkatastrophe darstellst. Ja, weil du einfach so 600.000 Fürze auf einmal rauslässt. Schlafen. Und? Sehr gut, danke. Weiter geht's. Können wir wieder zurück teleportieren und klettern. Was habt ihr denn bei Deedle heute gemacht? Was habt ihr heute bei Deedle gemacht? Habt ihr ein bisschen rumgedeedelt? So, und wieder rauf. Wir müssen mal die straighte Leiter bauen von oben, ne? Damit wir nicht immer hier so komisch rumhüpfen müssen. Kommen die dunklen Geheimnisse ans Licht. Alter, ich habe heute für ein Thumbnail, ne? Habe ich heute so OBS angemacht, Kamera angemacht und so. Und dann so Screenshot gemacht, ne? So. Guck dieses Screenshot an und denke so, Lars, scheiße, siehst du kaputt aus. So, einfach so hart übermüde. Das ist unnormal krank irgendwie. Bei Deedle gab es heute ein bisschen Action auf dem Community-Server. Base bauen und Shop und so. Okay. Cool. Mich ärgert das ein bisschen, dass das hier nicht symmetrisch ist, ne?
Warte, wir können ja mal gucken, ob wir das noch ein bisschen symmetrisch hinkriegen. Aber hier, doch, hier können wir rum. Das wäre ja dann symmetrisch, ne? Wäre 1, 2, 3, da 1. Dann wäre ja quasi... Hier müsste ich rausbauen, ne? So. Und dann müssten wir hier rausbauen. Und die Ecke müssten wir wegmachen. Es ist dank dem Blattwerk echt null zu erkennen hier, ne? So, jetzt ist eigentlich... Jetzt ist ziemlich symmetrisch. Das müsste noch weg. So. Jetzt haben wir so einen Stern hier drumherum, ne? Und hier ist halt echt eng. Und hier stimmt noch irgendwas nicht. Hier ist noch irgendwo Plattform, die nicht hingehört. Aber ich sehe sowieso nichts, von daher ist egal. Symmetrie wird echt überbewertet. Ihr habt gar keine Ahnung, ja. Symmetrie ist voll geil. So, und jetzt müssten wir hier quasi gucken, dass wir so... Das ist der letzte, ne? Eins, zwei. So, und dann lassen wir mal... Einen. Dasselbe machen wir jetzt in die Richtung auch. Jetzt nehmt doch mal das Blattwerk aus meiner Sicht hier. Zwei. Das heißt hier. So. Und dann lassen wir einen. So. Jetzt müssen wir... Da muss man auch noch einer rennen hier. So. Das ist richtig. Das sind 1, 2, 1, 2. Und hier hätten wir 1, 2, 1, 2. Ja. Das sieht irgendwie so falsch aus wegen den Brettern, ne? Aber okay. Und Bäume sind doch nicht symmetrisch, aber ich baue ja auch keinen Baum. Ich baue ja ein Baumhaus. Was ist denn da los bei euch, sag mal? Aber es, ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich hingehe und ich mache jetzt so. Ne, so. Und irgendwie... Das war nicht richtig, ne? Ah, fast. Das war noch so. Wisst ihr was? Ist mir egal. Ist mir egal. So, und hier auch nochmal. Eins, zwei, drei. Dabei machen wir hier jetzt auch wieder die Platte. Immer die Platte rein. Und dann wieder den einzelnen und drei in die Ecke fertig. Und hier auch. Das wird echt hart, ne? Weil man hier nichts sieht mit diesem beknackten Blätterwerk. So. Ist doch voll okay. Ist später nicht etwas nervig mit dem Gestrüpp in der Bude? Ja, sag ich doch. Ein bisschen. Ein bisschen nervig, ne? Hallo Tino Lino. Und schön Andy Coolman. Andy Coolman. Vielleicht, das wäre eigentlich auch eine geile Idee. Wartet mal. Ich hab eine Idee. Wenn wir hingehen, ich weiß, jetzt haben wir so viel rumgetüdelt mit den Platten, dass das passt und so, und jetzt zimmert der das einfach zu, ne? Und schon wieder nicht genug Miasma-Holz.
dachte gerade so, wenn wir hin, wenn wir hingehen und hier quasi also einfach so ein bisschen abrunden und dann in der Mitte Räumlichkeiten bauen und drumherum so einen Ringbalkon machen, wäre doch tausendmal einfacher zu bauen. Habe ich momentan nicht entscheiden, ob Enshrouded oder Nightingale. Es gibt momentan zu viele gute Games. Ich würde sagen, Nightingale, wenn du mehr Bock auf Story oder so hast, also so ein bisschen Fantasy, sage ich mal, und Enshrouded so ein bisschen, wenn du ein bisschen mehr Bock auf Bauen hast und so. Ha, doch asymmetrisch. Oder antisymmetrisch. Wir machen eine kurze Pause und dann müssen wir mal die Riesenbäume fällen. Wirklich. Wir müssen die Riesenbäume fällen. Und ich suche mal ein bisschen Enshrouded-Musik raus. Ne? Mir läuft die Musik hier echt zu selten. Mir läuft die Musik hier zu selten. Und ja, den Gleiter habe ich an. Ich mache eine kurze Pause. So. Ich wollte nach Musik gucken, ich bin auch doof, ne? So, warte. Ich halte mal hier gerade die Musik an. Stopp. So. SpongeBob blubbert für immer. Ich weiß, ihr seht nichts. Geht jetzt weiter. Kann nur kurz laut werden. Das passt doch viel besser, oder? Nun
Nur ein bisschen laut. Shrouded. So, Game hat instant ein anderes Feeling. So, machen wir gerade im Game noch die Musik aus. Die sowieso nur einmal die Stunde läuft. Und jetzt gehen wir mehr. Nee, komm, wir fällen jetzt die Bäume hier vorne. Ist mir egal. Es ist ein Baumhaus, ne? Es ist quasi so ein so. Es wird aus allem zusammengeklöppelt, was man in der Umgebung hat. Man kennt das doch als Kind. So, hier. Gerade haben wir noch Wasser für Ausdauerregeneration dabei? Nö, warum auch? Okay. Dann fällen wir mal. Könnte was dauern, aber das bringt auch bestimmt eine Menge Holz. Hoffe ich. Und gleich so zwei Holzscheite. Nee, es bringt auf jeden Fall Fliegeholz. So. Damit wir auch ein bisschen Vision bekommen da oben. Müssen wir dann jedes Mal fällen, wenn wir streamen, ne? So, die hier nerven nicht. Hier, der da muss noch weg. Auf jeden Fall. Ausmachen, mein Laptop zum Überhitzen. Okay, tschüss. Und ich habe gerade irgendeinen anderen Baum gefällt. Mach mal schneller hier. Wir sind hier bei Iron Man. Wow, wie viel Licht einfach hier reinkommt. Und bringt auf jeden Fall Holz, ja. So, wen müssen wir noch fällen? Hier den Giganten, ne? Der muss auch noch weg. Also Adrian von Ziegler kann ich euch nur empfehlen auf YouTube. Der macht selber diese keltische Musik. Und man darf die sogar für alles benutzen. Also auf seiner Homepage steht, dass man das ruhig nutzen darf. Aber gerne natürlich verlinken, darauf aufmerksam machen und so weiter. Adrian von Ziegler. Macht sehr, sehr viel nordische Musik, keltische Musik. So Folklore-mäßig. Total geil. Total geiler Typ. Sieht aus, als käme er frisch von Wacken. Hier, das muss auch noch weg. Das da muss auch noch weg. Ich will hier überall runter gucken. Finger am Laptop verbrannt. Okay, dann schmilzt der Ding gleich weg. Sollte der nicht schon längst ausgegangen sein? Ich meine, das ist echt uncool. Ich weiß das selber. Gute Nacht, Tine. Und schön, dass du da warst. Freitag 20 Uhr, ne? Für alle, die es nicht wissen. Freitag 20 Uhr streamen wir wieder. Hier, weg mit dem Baum. Ja, bringt ein bisschen Holz. Bäume fällen geht auch bestimmt schneller, wenn wir mal eine bessere Holzfäller-Axt haben als das hier. Aber komm, wir klettern mal rauf. Wir gucken mal kurz. Wir müssen zwar wieder zurück, ne? Ich sehe, wen im Werkmann könnten wir machen und uns oben hinstellen. Hier. Oh, komm. Ach, ich muss das erst wieder abreißen, ne? Ich sag doch, wir müssen unbedingt diese Leiter von oben nach unten bauen. Alter. Der Vikalschlag für Rapsfelder hier.
Aber die da müssten auch noch weg, ne? Da kann man. Und der da muss auch noch weg. Okay, doch. Können wir eine Bergbank machen? Garn. Drei Garn. 1, 2, 3. Okay, Bergbank. Nice. So, wo ist unsere Bergbank? Julius Seebär ist eine geile Sau. Hallo Julius. Also, das heißt, du hast abonniert. Da ist die Bergbank. Guck mal, ich kann nicht zum Baum hingehen, aber ich kann die Bergbank hinstellen. Das ist doch schon mal gut. Ich hoffe, ich kann die da drin benutzen. So. Nee, ich kann sie nur aufnehmen. Ich kann sie nicht benutzen. Oh, nö, ey. Das heißt, du musst die mindestens so stellen, ja? Ja. Okay. Und Oberholzblock. Dann müssen wir damit bauen. Komm. Können wir diesen geheime Holzbodenpassage Okay. Cool. Wir können jetzt einen geheimen Eingang bauen. So, dann müssen wir jetzt den hier nehmen. Müssen den Baublock ändern. Hier hin. So. Und noch hier hin. Dann können wir das doch jetzt mal so lassen hier. Und hier füllen wir auch noch aus. Das sieht total wirklich aus. So, und jetzt können wir hingehen und können quasi sagen, so, wir machen das so. Dann kann ich den jetzt entfernen. Ich muss einfach hier so ein bisschen abrunden alles. So, 1, 2. Okay, da muss hier wieder einer weg. 2, 1, 2 und noch. Kann man so machen. Zum Glück keine Statik wie in Walheim. Ja, in Walheim tatsächlich, ne? Da ist das ein bisschen schwieriger. So. Und dann hatte ich noch 1, 2, 1, 2. Da baue ich wieder ein. Dran. Dann hatte ich den hier. Und dann nochmal 1, 2. 1, 2. Und die hier hatte ich dann noch weg, ne? So. So hatte ich das. Ja, ja. Ich guck nochmal hier. Ja, sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, ja, ja. Machen wir hier auch nochmal. Also. So. 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 Und dann nochmal. 1, 2. 1, 2. Ja, ne? So. Oder? Nee, sieht hier hinten ein bisschen weniger rund aus, glaube ich. Müsste hier noch einer weg. So. Aber sobald man so bauen kann, ne? Also so Blöckchen für Blöckchen. Oder Bit für Bit oder wie auch immer. Ist das ja eine Lebensaufgabe. Also es dauert ja ewig und 3 Tage. Muss noch einer weg. Wenn man natürlich so detailliert bauen möchte, ne? So, jetzt haben wir die Plattform abgerundet. Alle schon eingeschlafen. So. Oh Gott, jetzt fängt Glas an. Gibt es etwas noch Flacheres als so einen Block? Also so vielleicht so richtig... Das finde ich eigentlich ganz cool. Das würde ich gerne. Dahin machen. Flamme noch hochbauen.
Das wäre eine gute Idee, ja. Ich würde diesen Türrahmen hier nehmen, ne, und würde den hier so... So. Ja, also, wie gesagt, das wird so quasi unsere... Ja. So. Und dann, dass man nicht einfach rausfällt, noch so, ne? Und da hätte ich halt gerne irgendwas Schmaleres. Janus, hallo Janus und Janus Serana, hallo. Hallo, hallo. Ich meine, kaum streame ich mal an anderen Tagen. Willkommen bei Enshrouded. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream beim Janus und habt irgendwas sehr, sehr Feines gemacht. Hallöchen. Oh, der Unioner. Hallo, Herr Unioner. Man kennt die Leute ja sogar. Aha. Das wäre quasi so unser... Okay, man kann drauflaufen. Man kann einfach drauflaufen. Ich hatte gehofft... Ich hatte gehofft, dass das nicht passiert. Okay, ich muss mir was anderes als Geländer überlegen. Hallo, ihr Lieben. Was habt ihr denn Schönes gemacht beim Janus? Oder, hallo Janus, was habt ihr Schönes gemacht? Wir versuchen uns gerade an einem Baumhaus in Enshrouded. Und stellen fest, es ist schwieriger als gedacht. Wegen Alpha-Winde und so. Und hallo Blackpoint und Mark und Zuki. Und Marina kenne ich auch. Illuminatus, hallo. Shuya, hallo. Hyänengeruch. Hallo. Aber du bist bestimmt ganz lieb. Nur der Geruch ist ein bisschen streng. Jule aka Königin Schnaps klingt irgendwie falsch. Gut, das funktioniert schon mal nicht. Ist ja doof. Doof, dass das nicht funktioniert. Hallo, D-Dave. Ah, ihr habt eine Keimauer beim Friedhof gebaut. Ach so. Craft Attack eine Runde am Friedhof gebaut. Okay. Ich muss mir jetzt hier was Neues überlegen, ne? Könnte man theoretisch... Ja, ich finde das... Warte mal, wenn ich jetzt hingehe... Warte mal, wenn ich jetzt so mache. Ne? So, ich meine jetzt hier... Ein bisschen... Zinnemäßig. Um ich da kann ich nicht mehr hochlaufen, ne? Aber leider sieht man halt auch nicht mehr so viel. Das ist nicht so schön. Mann, es muss doch irgendwas Schöneres geben. Weißt du was? Wir machen das hier wieder weg. So, hier, komm. Also für alle, die Enshrouded nicht kennen, man muss nicht so Block für Block bauen. Ne? Ich mache das gerade mit Absicht. Man kann auch wirklich so ganze Häuser schön zusammenstecken. Aber für alle, die Enshrouded nicht kennen, die Wand ist, die Welt ist komplett handmade. Hier ist nichts generiert. Ja, das heißt, bei allen sieht die Welt so aus, aber es ist super schön. Es gibt überall was zu entdecken. Ich kann es nur empfehlen. Wer Survival Games mag, unbedingt Enshrouded kaufen und losspielen. Mach doch Holzfenster auf halbe Höhe. Sowas in der Art habe ich mir auch überlegt. Aber was meinst du mit auf halber Höhe? Wie meinst du? Also, guck mal, hier ist jetzt ein Fenster, ne? So, warte, wir entfernen erstmal das hier gerade.
Einmal kurz. Damit wir hier ein Fenster hinmachen können. Wenn ich jetzt so mache. Ein blödes Beispiel, ne? Siehst du, da kann ich auch durchlaufen. Das ist ja das Problem. Ich dachte gerade, ich breche mir das Genick. Beim Tischler. Okay, dann gucken wir mal. Es stimmt, wir müssen mal gucken, was wir beim Tischler machen können. Nicht nur, was wir hier für den Käse machen, ne? Gute Nacht, Balu. Hier wäre, glaube ich, das Viehzeug etwas zu viel. Survival Game, vielleicht nur ohne irgendwelche Fantasy-Monster? Ja, aber so viel Viehzeug ist hier ja nun wirklich nicht. Also. Ich glaube, wenn du Survival willst ohne irgendwelche Fantasy-Viecher, dann musst du Green Hell spielen oder Stranded Deep oder so. Dann hast du. Was kann man denn hier bei ihm? Bänke, Badezimmer, Lichtquellen, Feuerstelle, Regale, Geschirrleiter, Geheimtüren, Fenster. Meinst du sowas? Ist natürlich auch schön, aber es ist ja ein Balkon. Und wir müssen unbedingt mal den Brennofen machen und dann gucken, was wir da bekommen, ne? Leon Army, vielen, vielen lieben Dank. Ausrüstung verbessert. Ich hab den. Ne, den Zauberstab braucht kein Mensch. Ja, die kannst du halb einbauen. Ah, okay. Also meinst du dann quasi, dass du nur dieses Stück hier siehst und der Rest steckt im Boden, BZW guckt unten raus. Das wäre natürlich eine Idee. Wäre eine Idee. Brauche ich nur wieder Holzscheite? Wieder Nägel. Ich muss irgendwann eine Metallschrottfarm finden, ne? Das könnte man ausprobieren. Würde hier natürlich auch gehen, ne? Das würde hier natürlich auch gehen. Geht das auch mit Stühlen, dass das mein Geländer ist? Das ist einfach mega dekadent, so. Tische, was habe ich denn da? Möbel, habe ich mich noch null interessiert. Ja, das wäre hier halt echt, das wäre zu hart, ne? Das wäre echt zu hart, das würde auch null passen. Lichtquellen, Kronleuchte. Ich habe noch nichts eingerichtet, gar nichts. Das ist alles noch hier. Glühwürmchen, Feuerstelle, Wandkerzenhalter, ist eigentlich alles voll geil. Ich sollte mal hier ein bisschen mehr sowas machen. Das würde ich gerne mal ausprobieren, wenn ich zwei Bänke ineinander drehe. Kann ich von hinten über eine Bank drüber laufen? Und kann ich die ineinander drehen? Das ist quasi so, dass ich quasi auf der Seite nochmal so eine Lehne habe. Und das ist ein bisschen aus. Ich glaube, die Fenster machen mehr Sinn, ne? Holzscheitenägel. Wir machen das mal. Komm, wir holen mal gerade. Ich habe das ganze Holz zu Bauholz gemacht, ne? Das war jetzt nicht so schlau, aber gut. Ja, geh mal Licht anmachen. Glühwürmchen, Wandlampe hört sich irgendwie furchtbar an. Naja, ich sag mal. Wachskerzen, so ist jetzt auch nicht besser. Möbel kannst du rotieren, wie du willst. Ich hab grad eine Idee. Warte, müsste gleich wieder Tag werden, ne? Nägel. Haben wir noch Metallschrott so? Ich habe keinen Platz im Inventar, ne? Ne, die Leiter könnten wir wahrscheinlich noch gebrauchen. Was wir weglegen können, ist hier sowas zum Beispiel. Und Metallschrott habe ich da noch. Dann machen wir schnell ein paar Nägel. So. Und jetzt gucken wir mal kurz. Fenster. Das falsche Fenster. Shelly geht ins Bett. So.
mach mal gerade ein Fenster, ich will es mal ausprobieren. So, hier habe ich jetzt das Fenster. Ich kann das natürlich nicht weiter runterbauen, aber ich könnte das jetzt so... Warte mal, das hier wäre jetzt unsere... Ja, okay, das ist ja mega als Geländer. Noch tiefer, es ginge sogar noch ein Stück tiefer. Die Frage ist nur, ab wann kann ich nicht mehr drüber? Also kann ich nicht mehr einfach drüber laufen. Pass auf, wir testen das mal. So. Das ist das Fenster. Na, komme ich natürlich nicht durch. So, dann brauchen wir jetzt... hier. So mache. Okay. Moment. Da werde ich wahrscheinlich drüber kommen, ne? Ja, da komme ich drüber. Okay, gut. Nein, jetzt habe ich da... Cool. Kann Stühle auch einmal... Ja, aber Stühle... Also Fenster sehen da, glaube ich, echt schöner aus. Bei den Stühlen, guck mal, wenn wir Stühle nehmen. Hier diese Stühle. Ist, glaube ich, nicht so schön. Außerdem brauchen wir Harz. So viel Harz habe ich jetzt nicht unbedingt. Wenn die Fenster werden auch teuer sein, wegen den Nägeln. Aber die sehen schon schöner aus. Okay. Dann brauchen wir mehr Fenster. Viel mehr Fenster. Kann ich irgendwo Schrott farmen? Ich muss doch irgendwo Schrott farmen können. Gute Nacht, Philipp. Boah, ich überlege gerade, wo könnte ich mal versuchen, Schrott zu farmen. Ich könnte das versuchen. Hier beim ersten. Ne, wo war der erste Erbauer hier, ne? Der Schmied. Ich guck mal gerade. Baby, schlaf schön. Ja, alles gut. Wenn du dem Schreiner sein Werkzeug holst, das gibt's noch massig mehr Items. Ja gut, das ist klar. Ne? Ich muss gerade gucken. Tischsäge für den Schreiner. Anspindelnde Jägerin, erobere die Wildnis zurück, stell den verbesserten Greifhaken her, ewige Zauber. Brückenbaubericht. Oh. Ja, okay. Ich meine, es stimmt, wir müssen eigentlich das hier holen, das hier holen. Ne? Das sind eigentlich so die zwei Sachen, die wir brauchen. Werkstätten 12? Ich habe den Brennofen auch noch nicht gemacht. Das muss ich auch unbedingt noch. Okidoki. Ich will aber gerade mal gucken, wo der Schmied war. Der war hier unten. Und da will ich einmal gucken, ob ich da die Dinge auseinandernehmen kann für Metallschrott. Ne? Hier unten war der. Oder? Ne, noch einmal. Bin ich doof? Wen frage ich? Und tschüss. So. Und rein in das Getümmel. Hallo. Gleich aus ohne Fensterbank. Ja, ist ja okay, aber trotzdem können wir gerade gucken, ob ich hier nicht hier. Ach so, ich sollte vielleicht mal ja, bald abgeregt hier. So gut, erstmal lasse ich den Metallschrott fallen, vielleicht sollte ich den draußen looten gehen. Wir gucken mal. Die Fenster in der Werkbank sind günstiger.
Cool, 3 Metallschutt. Das. So. Ja, was sagt denn? Sollen wir dem Schreiner sein Werkzeug mal besorgen und gucken, was wir dann noch machen können? Oder sollen wir jetzt erstmal weiter Baumhaus bauen? Das ist Sun und Escape the Pacific sind Hammer, sehen Hammer aus und spielen sich toll. Stranded Deep kann da einpacken. Ja gut, aber Stranded Deep ist auch 10 Jahre alt. So. Es ging ja jetzt nur darum, ob dass keine Monster dabei sind. Und da steht jetzt nicht effektiv, warum? Ich mach's trotzdem mal. Ich finde ohnehin, bei Survival Games kommt es immer sehr auf die persönliche Art und Weise an. Also es gibt Survival Games, da kann man sehr viel erkunden, aber nicht viel bauen und so. Also die sind dann wirklich mehr so. Oder du hast Hardcore Survival, The Long Dark. Das ganze Spiel dreht sich eigentlich nur darum, nicht zu verhungern oder zu erfrieren. Und das stellt sich nicht als schwierig heraus. Ich baue erstmal die Fenster, ist wieder mehr Platz im Inventar. Ja, gleich. Ich gucken, ob hier. Drop da Stein. Echt, daraus. Hä, das ist doch kein Stein. Okay. Na gut. Winter Survival will ich noch warten. Winter Survival ist einfach schlecht as heck. Da sieht jetzt die Musik aber fast lauter als du. Ja, tut mir leid, die sind gerade ein bisschen euphorisch in der Musik. Da muss ich vielleicht auch ein bisschen euphorischer werden. Musik ist mal lauter und mal leiser. Was soll ich denn da machen? Wenn ich sie wieder leiser mache, dann sage ich, ich höre nichts, ich höre nichts. Kann ich nicht die Flamme hier einmal aufnehmen, bitte? Ich würde die gerne aufheben. Ich möchte nicht mit der kommunizieren. Kann ich aufwerten? Ich würde die gerne Flamme tilgen. Okay, tilge die Flamme, um deinen Flammenaltar zu entfernen. Achtung, ungeschützte Bereiche werden von dem Miasma verzerrt. Platzierte Gegenstände werden verloren gehen. Also wenn ich das jetzt tilge, ist das alles weg, ja? Oder ich muss oben noch eine Flamme bauen und dann die hier unten wegmachen. Ich will Fenster ausprobieren. Zur Not klettern wir erstmal immer Leiter. Wir könnten natürlich einen Altar da hochstellen, aber wir können auch Leiter klettern. Diese Leiter würde ich einfach bis nach unten hin verlängern. Das müssen wir gleich mal machen. So, Bauhammer. Zack, dann können wir hier erstmal... nee, ich würde gerne... Wo ist das da? Entfernen. Nee. Vielleicht kriege ich hier... Nee, ich muss sie jetzt einzeln entfernen, weil es als Einzelblöcke sind, ne? So. So. Den Kollegen, da müssen wir noch fällen. Na, gucken wir jetzt mal, wie das aussieht mit den Fenstern. Aber ich wette, die meisten von euch sind sowieso weiter als ich in dem Game, von daher. Das ist immer so ein altes Problem. So, wie kriege ich den jetzt runter? Wie kriege ich den jetzt quasi nach unten? Eins nach unten?
Wie kriege ich den jetzt eigentlich nach unten? Eigentlich will man die Dinger immer hochkriegen, jetzt will man sie runter haben. Da ist die Bäume wachsen nur außerhalb der Flamme nach. Achte drauf. Ja, ist ja egal, so groß ist die Flamme jetzt auch nicht. Light No Fire werden wir hier auf jeden Fall im Stream suchten, wie blöd. Da habe ich Bock drauf. Nee, aber ernsthaft jetzt. Wie kriege ich das denn jetzt? Du kannst das einbauen, Lars. Okay, pass auf, ich kann so machen. Und jetzt kann ich es dran stacken, oder? Kann ich es jetzt dran? Ich hätte es gerne genau so gehabt. Nach außen bauen, eine Reihe wegnehmen. Ach so, okay. Ja gut, das könnte man natürlich auch machen. Aber das ist ja auch mega aufwendig, ne? Also ich könnte jetzt natürlich hingehen. Und könnte... Ja, ich kann sagen, wo ist mein Bauchhammer hin? Könnt ihr jetzt hingehen, könnt ihr das hier alles wegnehmen, alles Fenster hinsetzen und dann wieder hinsetzen, ne? So, das ist das, was du meinst, so. Lass uns gucken, das sind 1, 2, 3. Hier müsste Fenster anfangen. Also quasi hier dran bauen, ja? Ah, deswegen hast du auch einen Block rausgebaut. Das ist dann ein bisschen einfacher. Okay. Warte. Ah, Mann. Die Steuerung macht es mir heute ein bisschen schwierig. So. Wir versuchen jetzt mal wie Minecraft zu bauen hier. Mann, ey, ist das doof. Da. Ruhe hier. Und dann hier wieder rausnehmen. Hab ja nur 1000 Blöcke. Upsi. Dann haben wir 1, 2, 3. Hier müssen wir das Fenster anfangen. Der baut das direkt da rein. Dann hätte ich die Reihe ja lassen können. Gut. Ich baue das einfach da rein. Darauf hätte ich. Ja, dann. So. Oh, das flimmert aber ein bisschen, ne? Oder ist das jetzt... Ne, guck mal da. Wo die sich überlappen. Und das ist jetzt natürlich so, weil ich es angucke, ne? So nach dem Motto... Gebe es auf. Aber selbst wenn ich weggucke. Heute Tag der Raids. Was? Haben wir noch einen Raid? Habe ich den verpasst? Haben wir noch einen Raid? Habe ich es verpasst? Dieses Flimmern ist nicht schön, ne? Ach, Bubu-Raid. Hallo, liebe Bubus! Bubu-Raid. Aha, hallo, Bubus. Wir versuchen gerade ein Baumhaus zu bauen in Enshrouded und es ist ein bisschen wilder als erwartet. Ich finde das Geflimmer ehrlich gesagt echt nicht so geil. Das gefällt mir nicht, weil wenn wir das ganze Geländer rundherum so machen, dann hast du das Gefühl, du guckst eine VHS-Kassette.
Dieses Jahr ist perfekt für Survival Games. Naja, nö. Nicht für Survival Games. Eher für Leute, die gerne Survival Games spielen. Im Survival Game ist es, glaube ich, relativ schnurzpiepe, egal wann es rauskommt. Ich dachte, der macht nur die Platte weg. Warum baust du eigentlich nicht direkt Zäune / Geländer? Weil ich das... Hab ich das? Ich hab mich mit Bauen noch null beschäftigt in den Shroud. Ich weiß doch nicht. Aber stimmt, warum baue ich nicht direkt einfach Zäune, Geländer? Wofür gibt es sowas denn? Aber wahrscheinlich habe ich noch nicht genug Dingens, ne? Noch nicht genug... Also das ist ungeil. Dieses Geflimmer ist echt ungeil, weil wenn du so viel Geländer daraus baust, dann wird es halt echt uncool. Dann hast du sehr viel Geflimmer. Und das mag ich nicht haben. Deswegen weg damit. So. Aber hier müssen wir das gerade nachholen. Das machen wir nochmal weg. Danke. So. Und jetzt müssen wir die Abrundung nochmal neu machen. Also ein bisschen neu, ne? 1, 2, 3, das müsste richtig sein. Dann müssen wir hier noch, zack, zack machen. So, jetzt die Abrundung wieder richtig. Alles passt wieder, alles gut, ne? Ja, okay. Du könntest es haben. Zaun an der, wir gucken mal, guck mal, wir haben die Werkbank ja hier. Wir gucken mal. Stauraumhake, Stühle, Bänke, Lichtquelle, Betten, Tische, Türen, Fenster, Geschirr, Zäune. Aber mehr so Weidezaun, ne? Kann man machen? Keine Frage. Holzscheite, Garn. Okay. Manuelles Handwerk, Garn. Pflanzenfaser. Das heißt, wir brauchen Pflanzenfaser und Holzscheite, ne? Das sollte eigentlich gehen. Dann hier. Dann probieren wir das doch mal. Hier war doch irgendwas sehr Großes, was noch weg musste, ne? Ich glaube, der hier. Oder wir fällen die alle drei gerade. Fertig. Da kommen bestimmt noch mehr Zäune. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Beim Tischler gibt es schöne Zäune. Also beim Schreiner. Mit. Mein Rucksack ist nicht voll. Das bildet er sich nur ein. Die Musik ist super, ne? Ja. Episch Bäume fällen. Fehler. Speicherdaten fehlen. Daten konnten nicht überschrieben werden. Was? Was? Meine Platte ist voll. Das erklärt vielleicht, warum in den letzten Wochen und Monaten meine Platte immer weiter voll läuft. Hat Enshrouded ein Speicherplatzproblem? Da was bekannt? Wo wird Enshrouded gesaved? Es ist ja kein Fail. Also seit wir Enshrouded streamen, sind bei mir auf der Platte 200 GB völlig unwissentlich vollgelaufen. Nee, ist doch Cloud-based. Nein, kann nicht sein. Also, natürlich, klar, kann es auch Cloud-based sein, aber ich kann es ja auch offline spielen. Ich muss ja nicht eingeloggt sein. Okay, pass auf. Wir machen mal eine kurze Pause. Ich guck mal kurz, ja. Ich guck mal kurz. Wir machen eine ganz kurze Pause. Dann schauen wir mal, wo das... Also, ich guck mal, ob ich schnell rausfinde, wo es hinwandert. Ansonsten mache ich einfach schnell Platz.
So. Ja. Ihr müsst euch kurz SpongeBob geben und dann schauen wir weiter. So. Okay, Update. Enshrouded hat sich geschlossen. Aber wahrscheinlich hat die Community sich einig, dass die alle dasselbe Problem haben. Ist das so? Ich guck mal gerade Diskussion bei Steam. Ja, gut, dass da nur 4 Themen in den Diskussionen angepinnt sind, der Rest nicht. Achso, bei Read Me First ist das Spieler-Support. Gucken wir mal gerade. Ich starte es einfach nochmal. Wir gucken mal. Dann spielen wir gleich noch eine Runde Backpack Battles und fertig. Ich möchte angemerkt haben, Kroko hat in der letzten Woche mehr Enshrouded gespielt als wir insgesamt. Ja? So. Bei mir hat der Ordner 30 GB. Okay. Ich glaube, das Problem wird auch irgendwann das im Cache zu speichern, ne? Also. Oh Gott, erinnert ihr euch noch an den Speicherbug von Fallout 4? Ne, 3. Ich glaube Fallout 3 auf der PlayStation, wo irgendwann das Save Game von Fallout 512 GB groß war und die PlayStation war voll. Und nichts ging mehr. Das wäre ärgerlich, wenn das jetzt so kommen würde. Aber es gibt ja genug Survival-Games da draußen, die wir noch spielen können. Ja, und sonst so? Blim, 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 blim. Weiter geht's.
Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Nächstes Baumhaus kommt bestimmt. Guten Abend, da habe ich von gehört, aber selber nicht gehabt. Okay. Und hallo, Embe. Wir brauchen noch 30 Kanalmitgliedschaften, dann haben wir 200. Also quasi 15%. Hallo YouTube Julian. Hallo. Gibt's auch ein Instagram Julian und ein Twitter, also X Julian. Und ein TikTok Julian. Alles fit? Ja, wir starten gerade entschrouded, wieder ist abgestürzt. Wir wollten ein Baumhaus bauen. Oh, das wäre echt schade, ne? Wenn hier jetzt Enshrouded ein bisschen Probleme machen würde. Miracula, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ah. Jetzt muss ich wieder Naturvideos machen. Herzlichen Glückwunsch an. Mega Carven, Lady Heidi, Freshfire, Felix, Terra Luna und Kudacraft. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wo es stehen geblieben ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde auch sehr gerne die ellenlange Leiter mal fertig machen. Vielleicht kriegen wir das von oben nach unten gebaut. Miracula und auch Silke. Vielen, vielen lieben Dank. Vielleicht. Hm. Ich will mal gerade gucken, ob ich das hier... Ich habe ja noch ein paar Leitern, ne? Ja, ich habe noch 3. Das heißt, theoretisch könnte ich, wenn ich jetzt hingehe... Hier und das hier... Ich das abreiße... Ja, das wird ja echt... Warte mal. Oh Gottes Willen, ich stehe hier noch. So, dann versuchen wir das jetzt mal. Es wird haarig, aber... Ich hätte gerne eine komplette Leiter nach unten. Kann ich die jetzt hier einfach... Ne, nicht einfach so nach unten. Ich müsste jetzt quasi runter und dran bauen, ne? Also hier hin und dann gucken, dass ich das irgendwie da dran kriege. Aber nicht von der Leiter aus. Das wird nicht klappen. Das klappt vielleicht so. Warte mal, wenn ich... Ich hasse den Rucksack hier. Es ist ja schlimm. Hier. Wie... Oh, jetzt muss ich wieder hier. So. Nein, ich war noch... Ich frage, willst du mich verarschen? Aber wieso kann ich sie denn nicht so... Okay, wir versuchen es anders. Hallöchen! Philipp zockt. Warte. Ja, das hat jetzt ein bisschen wehgetan, aber es müsste etwa hier sein, ne? So, es müsste etwa hier so sein. So. Wir versuchen das jetzt einfach, das ist mir egal. Hast das? Das könnte sogar... Oho! Das könnte sehr gut passen. Das könnte sehr, sehr gut passen. Flup, 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 flup. Sehr monoton. Aber Leiter klettern ist jetzt auch nicht unbedingt so der spannendste Job, ne? So, gerade einmal hier. Da. Entfernen, danke. Mehr wollte ich nicht. Jetzt muss ich gucken, was wir hier wieder... Ich sollte vielleicht... So, nicht immer einfach da runterspringen, wie so ein Gestörter. So. Mal gucken, wie wir da noch 2 Leitern reinkriegen. Und dann könnten wir da oben... Aha! Das ist doch ja... Weißt du, was Mooning ist? Gleich wird das Schild wieder im Weg sein, ne? Aber jetzt könnten wir ja hochgehen, darüber auf diese Plattform hüpfen.
wenn da jetzt kein Alpha-Wann-Problem ist. Es gibt offensichtlich auch Gerüstblöcke, wie ich gerade lese. Alter, es passt sogar dran. Es passt sogar dran. Heilige Scheiße, ich habe ja ein Augenmaß wie ein Adler hier. Geil. Jetzt haben wir eine Leiter hier hoch. Wir könnten hier oben jetzt natürlich noch den hier nehmen. Tabulator. Kleine Blöckchen. Dann machen wir hier noch. Dass das auch irgendwo dran ist. Und nicht einfach so. Ja, geil. Nice. Jetzt können wir hier so. Na, 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 na. Na, 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 na. Na. Und das da muss ich noch entfernen. Nein. Warte. So. Das darfst du keinem erzählen, wie geil das passt. Ja, ne? Mega cool einfach. Wie so eine Hängeleiter. Finde ich voll gut. Okay, aber ich glaube, bevor wir da oben schön bauen, müssen wir wirklich noch ein bisschen weitermachen, ne? Wir können aber schon mal da oben so ein bisschen so einen Grundstock machen. Wir können eigentlich alle Händler irgendwie da hinsetzen oder so. Wir müssen nur erstmal wirklich schauen, dass wir die Handwerker fertig kriegen, damit wir alle Rezepte haben und alles machen können. Weil wir können jetzt hier natürlich diesen einfachen Zaun dran setzen. Strickleiter. Ja, genau. Ja, Strickleiter. Das war das Wort, was mir gefehlt hatte. So, wir hatten ja hier unten Zäune, Zäune, Zäune hier. Holzscheite und Gang. Habe ich nicht Holzscheite gesammelt, sag mal? Naja, gut. Hi und bye, Lars. Like ist da. Oh, oh, oh. Hi und tschö. Hi und tschö. Vor allem Kisten. Ja, Kisten müssten wir auch hier hinbringen, ne? Flamme noch hochbauen. Aber warum? Also, warum soll ich die Flamme hier hochbauen? Wir können doch jetzt hier hochklettern. Wir können doch die Flamme da unten lassen, oder? Bin verwirrt. Das gucken wir kurz auf der Map. Was wäre der nächste Schritt hier? Ein Test der Fähigkeiten? Tisch. Ja, okay, dann wäre das nächste. Ein ewiger Zauber. Wuka-Zeremonie. Schrein der Flamme, Schrein der Flamme. Die Geschichte der Fäulnis. Südliche Karawane würde ich auch noch gerne machen. Das Hartholz gesammelt, kein normales Holz. Okay. Ja gut, dann lass doch erstmal hier hin, da hin. Aber geil. Das wird cool. Das wird cool. Das gefällt mir jetzt schon. Dann gucken wir jetzt mal nach dem Schreinerkram. Warte, ich mach gerade wieder Musik an. Vielleicht auch diesmal ein bisschen leiser. Das ist, glaube ich, leise, ne? Ja, ist aber okay. Man kann es hören. Räume ich aber erstmal leer. Gute Idee. Wobei, ich habe keine Truhen mehr dafür. Und hallo Malte, sehe ich auch gerade. Geschrieben, moin Lars. Hallo Malte. Wenn wir den Stream nachher ausmachen, werde ich erstmal gucken, wie groß der Enshrouded-Ordner ist. Ich habe mich ja letzten Stream schon gewundert, warum meine Platte voll läuft. War das letzten Stream? Ich weiß nicht mehr, aber... Warte, wir gucken mal kurz. Kisten. Geschirr, Zäune, Bänke, Stühle, Tische, Betten, Feuerstellen, Stauraum hier. Holz, Scheite, Nägel. Ja, wir brauchen wieder normales Holz, was wir nicht haben.
Kann ich hier was rüberräumen? Habe ich hier irgendwas? Ja. Wir gehen gerade normales Holz holen. Dann können wir Kisten machen. Alles reinschmeißen. Tschüss. So. So. Und. Jetzt. Wie ambitioniert die da drauf zimmert, ne? Also großen Respekt. Ich könnte das nicht. Stauraum da, hier. Kleine Truhe, winzige. Ne, wir machen kleine Truhe, ne? Zwei Stück. Dann haben wir auch endlich wieder ein bisschen Platz hier. So. Ich bin echt noch so. Sieht ja wild aus. Okay, alles ablegen hier. Tschüss. Und hier auch. Alles ablegen. Nur Pfeile würde ich gerne mitnehmen. Vergifteter Kupferpfeil. Kupferpfeil. Stich und Gift. Keine Ahnung. Wollen wir mal ausrüsten. Und dann die. Das würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Bau doch die Kisten gleich rüber ins neue Baumhaus. Nee, jetzt gerade noch nicht. Fühle ich noch nicht. Also ernsthaft jetzt, fühle ich irgendwie. Also irgendwie so, nee. Dann porten wir uns mal hier hin und dann können wir ein bisschen weiterlaufen. Das sprach eine Möbel, die halb in der Wand verschwinden. Wäre eine Idee für Ikea. Na, vor allem müsste ja die Hälfte, die in die Wand verschwindet, müsste natürlich dann auch trotzdem nutzbar sein. So, Plündererhügel, da waren wir. Das war die Mutti, die haben wir letzten Stream noch gemacht. Aber da müssen wir jetzt vorbei. Also, laufen wir mal los. Wir sind hier ausgeruht. Ich nehme die Henkersachs natürlich. Also, guck mal, wir haben ja jetzt vier... Was ist hier? Achso, diese Feuersteinmine, ne? So, wir lassen jetzt was für die Zukunft da. Ja, die Menschen in der Zukunft, die irgendwann das hier alles ausbuddeln werden. Ne? Das wird ja irgendwann... Ne? Achso, hier ist kein Baugebiet. Toll, ich wollte gerade einfach so... ein paar random Fenster hier lassen. Ist die Mutti eigentlich jetzt wieder da? Könnte man hier theoretisch leveln? Also alle umhauen, ausloggen, einloggen. Alle umhauen, ausloggen, einloggen. Ist die Mutti wieder... Jo, guck mal, die ist wieder da oben. Da oben die Mutti. So. 50 Erfahrung, ist nicht die Welt, aber könnte man machen. Uniona, vielen lieben Dank. Oh, noch Tier 2. Tier 1 hätte voll gelangt, Uniona. Danke, danke. Okay, ich laufe einfach vorbei, komm. Der Master P, Lilienfee, Malte, Mama Mia, Sasa und Lilienfee hatte schon. Herzlichen Glückwunsch. Hast du mit den Runen schon deine Waffe verbessert? Nö, mit Runen noch nicht. Ich habe die bis jetzt... Ach so, doch. Ich dachte jetzt so Edelsteine reingepackt oder so. Ja doch, das habe ich schon. Bist du dran? Irgendwie nicht sehr reaktionsfreudig. Okay. Wir gehen mal weiter. Ein bisschen links rum und dann. Also ich echt hier durch und dann da hinten rechts. Ja, sieht so aus, ne? Machen wir mal. Sag mal, wie lange brauchst du circa ein Video zu schneiden? Das kommt aufs Video drauf an und wie viel du cutten willst. Also, ich sag mal so, im Normalfall,
wenn jetzt das Video eine Stunde lang ist, cutte ich 2 Stunden dran. So, also das ist so, das ist dann so das Standard-YouTube-Video bei mir. Jetzt nicht so vollgepackt mit Effekten und Memes und allem, aber das ist so ein bisschen so der Standard bei mir. Es kann auch länger sein, es kann auch kürzer sein. Es ist hier auf dem Kanal eher kürzer, weil hier nicht so viel rausgecuttet wird. Ist doch gut jetzt. Aber prinzipiell eher mehr als weniger. Wir sind auf dem falschen Weg, aber irgendwie ist auch spannend, hier lang zu laufen. Einmal hier hoch. Der Turm, das ist halt auch nicht so weit, ne? Den könnten wir theoretisch auch holen. Aber der ist ein Distelsamen, ne? Ja, da müssten wir eigentlich auch noch hin. Okay, wir müssen sogar noch ein bisschen weiter links. Wir sind echt da hoch. Und da oben ist ein lustiger Turm. Und hier? Oh, das ist so eine Uhrzeit-Pole-Dance. Ja, das ist, okay, cool, hier geht's auch noch unter die Erde. Ehrlich gesagt, will ich hier gar nicht runter. Ich muss schlafen gehen. Der Tag war heute viel zu anstrengend. Viel Spaß, Alice. Und vielleicht bis Freitag. Lars und Chat. Chat. Chat your booty now. Ne, kannst du behalten. Guck mal kurz, was hier Kelvins Ruhe, genau. Und das ist hier ein Test der Fähigkeiten und da war Schrein des Dingens. Ja, dann. Aua. Würde ich sagen, wir gucken mal gerade hier rein. Hallo, Lucien. Hallöchen, Lucien Raider. Alter, das ist der 4. Raid heute. Das ist ja schon der 4. Raid heute. Hallo, ihr ganzen Lucien-Menschen. Ihr wunderhübschen. Tja. Ich würde sagen, beim Kacken vom Blitz getroffen. Oder? Das war der Heilige Geist, der dir von unten in die Eier beißt. Also auf jeden Fall ist er auf dem Klo gestorben. Das können wir festhalten. Eins von beiden. Ach! Wir sind hier im Land der Glücksbärchen. Oh wow, die sind ja Level 9. Aber mit dem Springen ist es verhältnismäßig einfach. Bleib. Was ist denn mit dir kaputt? Wo ist sie? Ach da. Hallo Barandur. Und Lennox natürlich und Brophy. Oh, Entschrouded. Ja, Entschrouded. Und wir bauen ein Baumhaus. Na komm. Was das? Ja, komm. Was ist denn los hier? Warum lauft ihr denn nur so durch die Gegend? Hallo? Hallo? Hä? Was ist denn los mit dem? Also, die sind schon ein bisschen merkwürdig. Oder bilde ich mir das ein? So funktioniert ganz gut. Oh, was ist das da unten? Kann ich das kurz Er hat Angst. Ja, gut, der geht auf mich los und dann hat er Angst oder was? Also dann kann er wenigstens auch
Wenn er schon so tut wie ein Mann, kann er auch sterben wie ein Mann. Männlich. Ein Keller. Keller sind immer gut in Enshrouded. Mhm. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Harz ist auch immer sinnvoll. Wir gucken mal gerade hier rein. Hier gibt es auch wahrscheinlich ein Bett. Wo kommst du denn her? Hä? Wo kam die denn her? Blöde Giftspinne. Wahrscheinlich aus dem Keller, ne? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Du doofe Sau. Zu groß gerade eine E-Box. Ja, genau. Aber kommt schon süß. Also, man soll in diesem Spiel auf Teufel komm raus Zauberer werden, habe ich das Gefühl. Gibt es noch eine Veranda und eine Etage oben? Was ist eigentlich? Hä? Hab ich die Treppe einfach gekonnt übersehen oder? Muss doch irgendwo. Okay. Aber hier ist ein Bett. Ist jetzt schon wieder hell draußen? Nein. Doch. Hm. Hm. Ich habe eins gedrückt, benimm die Fackel in die Hand. Zimmert gleich hier voll dagegen. Lass mal gerade mal gucken, ob es hier irgendwo. Wir könnten theoretisch hier. Und hier. So. Und. Ja. Ach du Heilige. Das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, was tust du? So. Hallo. Danke. Aber keine Truhe. Boah, enttäuschend. Wirklich enttäuschend. Nach dem Alte. Was haben wir hier? Nur auf der Suche nach Truhen. Und natürlich nach unserem Quest-Item, wenn wir da mal in der Nähe sind. Aha. Silbertrüchen. Ah, also, guck mal, den nehmen wir, damit wir ihn zerlegen können. Wir haben Stufe 10 Waldbogen, wir finden Stufe 9 Waldbogen. Ja, ja, zerlegen für 16 Runen. Welchen Fähigkeitsbaum hast du dich entschieden? Können wir gerade mal gucken. Eigentlich habe ich gedacht, ich gehe so runter, Tank. Dann wurde mir mitgeteilt, du musst unbedingt Doppelsprung machen und man hatte recht. Ich würde aber auch gerne mal so in Richtung Gauner oder Assassine oder so gehen. Das fände ich irgendwie auch mal spannend. Wie viele Punkte haben wir überhaupt? 3. Ja gut, das ist eh egal. Zusätzliche... Der Sprungangriff macht zusätzliche 20% Schaden. Warum das? Blutkrieger erzeugt einen Gesundheitsorb, nachdem du einen Gegner mit einem Schleichangriff oder gnadenlosen Angriff besiegt hast. Wenn du Orb einsammelst, werden 10% deiner Gesundheit wiederhergestellt. Meisterhafter Hinterhalt. Okay. Jeglicher Schaden von hinten wird um 30% erhöht. Alter. Das heißt dann einfach nur... Furztrocken? Nee. Hast du Aufwind? Was? Was ist Aufwind? Das passt irgendwie gerade in meine Thematik des Furztrocken. Wo ist Aufwind? Gute Nacht, Ina. Gute Nacht. Und gute Nacht an all die ohnehin schlafen gehen und nicht gute Nacht sagen, sondern nur lurken. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft schön. Wo ist Aufwind? Wieso? Was ist Aufwind? Inneres Feuer, Feenweh, guter Stoffwechsel, Schleckermaul. Ja, das muss ich skillen. Schleckermaul. Ich kleine Fresskanone hier. Ich esse wirklich viel zu viel. Bei Assassine ist das. Okay, was ist... Ist das hier Granatenschock?
Aufwind. Wenn du beim Gleiten die Sprungtaste drückst, bekommst du einen kleinen Höhenschub. Diese Fähigkeit kann einmal pro Flug eingesetzt werden, kostet 120 Mana. Nö. Also das halte ich wirklich nicht für so auf, für nicht so sinnvoll irgendwie. Weiß ich nicht. Hm. Infundiere deine Fernkampfsprengstoffe mit Mana. Sie betäuben Gegner jetzt bis zu einer Sekunde. Ich weiß nicht, ob das so sinnig ist. Das klingt so einen kleinen Auftrieb so. Das klingt halt, als wäre es irgendwie nicht so viel. Vielleicht irre ich mich auch. Ne, wir waren hier oben. Was haben wir hier? Okay. Dann können wir weitergehen in die Richtung, ne? Wir müssen ja weiter in die Richtung. Aber da hinten rennen noch unsere kleinen Evox rum. Wir müssen quasi da hinten drüber müssen wir theoretisch, ne? Unsere Quest. Oder in diese Höhle da. Oh, ich mag Höhlen. Komm, wir gehen in die Höhle. Das ist sehr nützlich. Okay. Wer bist du denn? Sag mal. Hast du hier einen auf Chef oder was? Ich glaube, es geht los. Sag mal. Wow. Das ist ja wieder voll geil. Das ist ein Haken. Weil die sich gegenseitig teilen, ne? Hört doch auf, ey. Also ernsthaft. Okay, das wird so nichts. Ah, komm. Das müssen wir uns gerade mal. Warte. Okay, die Pfeile sind jetzt schon mal alle. Wird er geheilt? Weiß ich noch nicht. So. Oh, Stufenaufstieg. Sehr gut. Das hätten wir schon mal. Jetzt muss ich mal gerade hier. Brauche ich nicht mehr diesen blöden Altar in der Hand, wenn ich das gucke. Das müsste die hier mal gerade ablegen. Wieso? Ich hätte doch keine Pfeile mehr, Leute. Doch, super Pfeile. Okay. So, nee, komm. Und? So. Wo ist der andere? Der andere Heiler? Wir hatten noch zwei. Mein Fehler. Oh. Zauberstab benutzen. Nee, Zauberstab ist Kacko. Aber wir hatten noch irgendwo noch einen Magier. Hab ich den eh. Ach, da kommt er. Guck doch mal. Pass auf. Was ist los mit dir? Hast du Bock? Ich hab Bock. Kämpft der auch? Und sehr schön. Haben wir das doch geschafft. Ich hoffe, dass in der Höhle der Boss Evok ist. So wie die Plündermutti. Ah, oh, Hirtenstab. Oh, da. So, zerlegt. Tschüss. Können wir auch zerlegen. Okay. Hallöchen, kenne dich schon seit 4 Jahren. Sorry, hab aus Versehen die Nachricht gesendet. Ich wollte sagen, dass ich dich schon seit Minecraft für Anfänger kenne. Ist doch egal, oder? Ob seit 4 Jahren oder Minecraft für Anfänger, ist doch vollkommen schnurz. Hallöchen. Und hast du es jetzt in den Stream gefunden? Naja, besser spät als nie, ne? Hallo? War das schon so ein Teddybär? Oh Mann, ich hätte gerne mal so einen Finisher-Move mit der Hellebarde gesehen. Das wäre ganz cool, glaube ich.
bitte, ist einmal trinken. Okay. Okay, was geht da hinten ab? Müssen wir gerade gucken. Wir gehen also erstmal links rum. Würde ich mal sagen. Ist es rotes Miasma hier? Oder sieht es nur so aus und... Das ist doch rotes Miasma oder sieht das nur wegen der Lava so aus? Sieht das nur wegen der Lava so aus? Weil rotes Miasma wäre einfach instant tot, ne? Okay, es sieht, glaube ich, nur wegen der Lava so aus. Okay. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ich sehe nicht viel. Aber ich sehe etwas. Ist total cool, wenn man überlegt, das hier, ne? Also erstmal, ich weiß nicht, was das da oben ist. Das könnte vielleicht irgendein Erz sein oder so. Aber, hallo Gucci Black, wenn man überlegt, ne? Dass dieser Miasma-Nebel hat überhaupt keinen Sinn, außer dich im Early Game davon abzuhalten, hier drüber zu gehen. Weil im Early Game wäre er rot und würde dich instant killen. Er ist wirklich einzig und allein dafür da, dich davon abzuhalten, hier mit Level 1 drüber zu rennen. Warum, weiß ich nicht. Hier ist zum Beispiel Lehm. Wir gucken mal, was wir hier noch so finden. Was ist das da unten? Oder da an der Wand. Dieses, genau, das da. Achso, so ein Schamanen-Dude. Okay. Leuchtbewuchs. Da kann man Leuchtsteine drauf machen. Ja, siehst du, sag ich doch. Sag ich doch. Okay, pass auf. Wir rennen jetzt erstmal durch. Und gucken, wer uns hinterher rennt. Bevor wir jetzt da im Düstern irgendwie Ärger anfangen. Ausdauer regenerieren. Okay. Oh. Naja, der wird sich hier dumm und dämlich heilen, ich weiß. Ah, komm schon. Ey, ich hab ohne Witz parieren gedrückt. Also, ist kein Witz. Viel kniffliger etwas wird, sobald ein Heiler dabei ist, ne? Und wenn es zwei sind, die sich gegenseitig heilen. Holy moly. Was ist hier mit den Pilzen? Was ist hier mit? Das ist nur Stein. Leuchtepilze? Okay, ich dachte, vielleicht hätten die hier irgendwas Tolles, aber... Ein Test der Fähigkeiten. Hier links. Dann testen wir doch mal unsere Fähigkeiten, oder? Wisst ihr, woran mich das Gebiet hier so erinnert? Also so vom Gefühl her erinnert mich das unheimlich an die Region, wenn du in WoW Nachtelf erstellt hast. Wie heißt es nochmal? Wie heißt nochmal die Region in WoW, wo du Nachtelf erstellt hast? Da kommt ja dann so... Ne, Düsterwald war woanders, ne? Düsterwald war, wenn du von der Insel runter warst, das Stückchen am Strand entlang. Weiß jemand zufällig, wie das heißt? Ach Mann, mir fällt es nicht ein. Was sammle ich hier? Pflanzenfasern. Okay, gut. Ach, guck mal, hier, unsere Blumenfreunde. Falls jemand was geschrieben hat, mein Chat ist... der hat keinen Bock mehr, glaube ich.
ich habe wieder ganz Kopfherpes. Da ist ein Test der Fähigkeiten. Und ich will ehrlich sein, das sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus hier. Wie, was ist das denn? Sag ich doch ganz Kopfherpes. Wir müssen eine Pause einlegen. Also heute ist auch wieder geil, ne? Weil Maus ist leer. Ist Ende. Tolle Wurst. Warte mal. Habe ich die Pause schon... Ich habe tatsächlich die Pause schon auf dem Stream, auf dem Steam Deck drauf. Wir machen eine kurze Pause, dann gucken wir uns das an. Komm. Ich stelle die Maus kurz da drauf. Das geht auch, ne? 5 Minuten laden, dann kannst du wieder eine Stunde dingsen. Das ist nicht das Problem. Also ganz kurze Pause. Maus lädt kurz. Na, guten Chan. Sollte jetzt wieder was halten, ne? Das ist alles immer noch nicht fertig ausgepackt hier. Ist ja schlimm. Vielleicht sollte ich mal die zweite Maus auspacken. Oh. Ja, sie blinkt halt immer noch. Wir gucken mal. Hup. So. Wir machen einfach hier dann was auch immer das hier ist. Test der Fähigkeiten. Wir gucken mal. Das erinnert mich jetzt schwer an Valheim, ehrlich gesagt. Also schwer, ja, aber im Endeffekt ist hier alles immer irgendwo schon mal vorgekommen, neu interpretiert und. Also wirklich... Das ist eine Arena, ne? Das ist doch eine Arena. Oder bin ich doof? Erstmal eine 4 und eine 7 reinzwirbeln. Unser Stern im Dunkeln, blendend zuletzt.
primitives Lebenselixier extrahiert, verdünnt und alchemistisch bearbeitet, verwandelt, verklärt, geschmolzen und neu geboren. Umfassende Macht, die die Körper der Jüngsten in Gluttal erfüllt, sie verdirbt. Wir haben versagt, geblendet von unserem Gleichmut. Wir sollten unseren Blick wieder gen Himmel richten, denn dieser leere Kern kann nicht mehr gerettet werden. Wo ist denn der leere Kern, der nicht mehr gerettet werden kann? Das war's doch nicht, oder? Echt jetzt? Ein Obelisk des Erbauers. Ja. Ich dachte, der leere Kern wäre jetzt irgendwie so eine... Irgendwie so was Dickeres. Heute gibt's falschen Hasen. So, okay, dann noch darüber die Tischsäge für den Schreiner holen. Das kriegen wir doch hin. Hier ist aber auch voll schön, ne? Oh Mann, ich glaube, wir müssen wirklich erst Story durchballern und dann bauen. Was ein bisschen schade ist, weil man dann so ein bisschen das Gefühl hat, man muss nicht weitermachen, weißt du? Aber die Tischsäge vom Schreiner ist doch nicht hier unten, oder? Ah ne, das ist einfach nur eine Lehmhöhle, oder was? Lehm? Ja. Ja, okay. Und was ist das? Ist das auch Lehm? Bernstein. Feuerball 2. Okay. Gut, dass mir das egal ist. Ich bin... Schutt und... Lehm. Okay. Eine Lehmfarm. Gut. Es gibt doch bestimmt schon YouTube-Videos mit so... automatischen Farmen, besten Level-Spots, dies, das. Aha. Wer hat sich denn hier verbarrikadiert? Die E-Box? Hallo? Ah. Haben wir gedacht, die kriegen mich damit, oder was? Guck mal da. Guck mal direkt mal hier. Wow, Kollege. Ganz ruhig. Warum ist der so schnell? Hab ich... Okay. Okay, da muss ich mein Schild in die Hand nehmen. Da kann ich nicht mit der Henkersaxt rumtüdeln. Oh cool, Textur muss nachgeladen werden. Oh nein, sind wir wieder hier. Wogen, Jagdgründe, Höhlenpass. Okay, das kriegen wir hin. Das ist kein Problem, aber jetzt müssen wir wieder hin. Dann machen wir gerade mal eine 4 und eine 7. Dann können wir ein bisschen länger rennen. Warte mal, der. Ist aber... Ja doch, das ist der, ne? Okay. Ich wollte sagen, gibt es hier nicht irgendwo noch so einen Spawn-Turm? Aber wenn du, Herogen, wenn du jetzt das Spiel durchgespielt hast und dann jetzt baust, ist nicht irgendwie Fahrt? Oder machst du das, weil du eh sagst, okay, wenn das Game aus dem Early Access rausgeht, kommt ja noch mehr als doppelt so viel dazu? Darauf wartest du eh.
links rum. Okay. Die Grünlinge sind Melee echt hart zu knacken. Ja, aber so hat man wenigstens ein bisschen eine Herausforderung, weißt du? Weil jetzt ein Zauberstab einfach irgendwo oben hinstellen und piu, piu, piu ist halt so ein bisschen sehr langweilig. Das holt mich dann nicht so ab. Da wäre noch so ein Turm, wo wir hingehen könnten. Aber der ist auch eine ganze Ecke weit weg. Ja, du baust zur Überbrückung, okay. Ja gut, du kannst mal machen, ne? Hat man denn hier eine Art, ich sag jetzt mal, eine Art befriedigendes Ende? Oder ist das wirklich so, dass man einfach am Ende da steht? So, gibt jetzt erstmal keine Quests mehr. Keine Ahnung, was mit dem Miasma ist und bla. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Schwierig, ne? Also Early Access Games ist ja meistens so, dass du da nicht so ein befriedigendes Ende hast. So, wieder hier durch, hinten rein. Wir können auch da lang gehen. Hallo! Ja, die hier sind halt wirklich, die sind halt Pfanne. Also die sind... Ja. Ist okay. Ne, wo ging's? Da ging's rein, ne? Da, okay. Ich finde nach 250 Stunden immer noch hier und da eine Quest. Okay. Ich muss also definitiv ein bisschen straighter zocken und weniger beim Chat reden. So. Wenn wir das hier irgendwie zu Ende bringen wollen. Bisschen da lang. Achso, jetzt kann ich ja eh oben die Marker nehmen. Es ist Early Access. Du findest nach 250 Stunden immer noch hier und da eine Quest. Und da kommt dann mehr doppelt so viel dazu. Dann hast du ja irgendwann 1000 Stunden Playtime. Das ist ja völlig übertrieben. Da ist wieder ein bisschen rechts hier. Ich hatte da ein bisschen Schiss. Das müsste ich auf jeden Fall so ein bisschen rauspullen. Okay, tschüss. Mal gucken, dass wir einen am anderen irgendwie kriegen. Da ist ein Hund. Kommst du? Ach, guck mal da. 52 Schaden von der Töle, sag mal. Das tut schon weh. Oh Gott, hab ich noch einen Pfeil? Ja. Okay, der andere kommt auch direkt. Okay. Okay. Willkommen bei Souls Shrouded. Die sind halt 11 und wir sind 8, ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Ach, jetzt bin ich hier rausgekommen, oder was? Ja, immerhin. Immerhin. Das ist ja schon mal was. Also, überlegen, wie wir das machen, weil die zu zweit kommen. Man könnte natürlich irgendwelche Explosivgeschosse nehmen. Zauberstab, natürlich.
Das würde auch noch gehen, aber... Ach, hier geht's noch in den Keller. Guck mal. Hallo Spinnen. Wie immer. Okay. Ist hier sonst irgendwas? Nee, ne? Hä? Toll, hat sich nicht gelohnt. Von oben auf Entfernung. Ja, aber wie gesagt, ich möchte mich nicht einfach irgendwo oben hinstellen und so piu, 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 piu. Das ist halt wirklich... Das, ich finde, das hat so ein bisschen was von Bug-Using. Also nur weil die mit ihrer Wegfindung nicht zu dir kommen. Oh. Was haben wir denn hier? Lehrlingszauberstab. Ich sag doch, das Spiel will, dass ich zaubere, ne? Ich versuche mein Glück nochmal. Also ich habe wirklich lieber so eine etwas härtere Herausforderung als gar keine. Wir schaffen das schon. Wir müssen nur ein bisschen... Man muss sich so ein bisschen rantasten. Ah, schon wieder. Ich will nicht schon wieder härtes Kopf. Geh weg. Oh, wo kommt die Blitzsau her? Sag mal, was ist denn hier los? Die Tiere drehen ja alle durch. Nein, ich will kein ganz Kopfherpes. Geh weg. Das ist ja mal dunkel, ey. Mal so, gucken, ob wir ein Bettchen finden. Aber erstmal hier. Okay. Eine Pflanze in der Erde. Ja, das ist hier ein bisschen was los, ne? Vielleicht finden wir ein Bettchen da, wo der Wolf war. Ansonsten ist hier natürlich auch hell genug. Lebensmittelvergiftung. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ich dachte, das wäre gebraten. Es ist aber roh. Ja. Sind wir hier im Bett? Da finde ich auf jeden Fall eine Truhe. Okay, das ist cool, weil der ist Einhand, ne? Oder? Meisterhafter Streitkolben? Ist das eine Einhandwaffe oder Zweihand? Lennox, gute Nacht! Freitag, 20 Uhr. Geht's hier weiter? Okay, ne, ist auch Zweihand. Okay. Dann doch lieber die Henkersaxt. Oh, lololo. Was, ich sehe genauso viel wie ihr. So. Hier ist ja wirklich ein Bett. Wie geil. Wenn du Herausforderungen brauchst, die kommen definitiv noch. Ja, ich brauche die jetzt nicht zwingend, ne? Aber es sollte schon ein bisschen Anspruch haben und nicht einfach nur... Aber da hinten sehe ich sie doch. Warte mal. Ja, ne, man könnte jetzt theoretisch einfach hier so Zauberstab und la la la. Der da ist das Problem. Alle anderen nicht. Der ist da. Der da ist ein Problem. Alter, hier sind aber... Ey! Hier sind aber einige, ne? Wo ist denn die Tischsäge des Schreiners? Das muss doch irgendwo da hinten sein. Hm. Das ist ja auch noch einer, warte. Und...
den haben wir schon mal. Herrlich. Das ist immer so ein Gefühl der Genugtuung. Okay, das ist ungeil. Und sonst? Mach mal, komm. Ach, da ist er ja. Hör auf. Was? Ja. Idiot. So, ich kann das auch. Und sonst so? Ich würde gerne selber so zwei Einhandwaffen nehmen. Aber ich darf hier nicht. So, kämpfen wir jetzt ordentlich gegen den oder nicht? Da kommt noch 7 Schnittschaden drauf. Hier kamen noch 8 Schnittschaden drauf. Stufe 12, Stufe 11. Wie viele Pfeile habe ich noch? Ein? Hallo. Ey. Sag mal, ich glaube, es geht los, Köter. Ihr Zauberstab. Piu, 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 piu. Wenn er jetzt hier hochkommt, bin ich so gearscht. Ey, und wo kommt das denn jetzt? Das ist ja unfair. Hörst du auf? Okay, warte. Wir hatten noch einen anderen Zauberstab gefunden, oder? Einen, der etwas... 21 Schaden? 23 Schaden. Hm. Nicht unbedingt besser, ne? Hä? Wo sind die alle hin? Kriegen die alle... Da drunter? Also das ist das, was ich meine. Das ist so... Das ist halt null herausfordernd. Du kannst natürlich hier ganz gemütlich den einfach so... Aber das ist halt... Ich meine, er hat 150 Erfahrungen gebracht, ne? Das war auf jeden Fall kein Durchschnittsmonster, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber trotzdem ist das irgendwie doof. Oh, es war auch ein anderer Grüner. Da hinten ist ja noch einer. Ja, komm her, komm. Komm. Mach dich fertig. Danach siehst du hübsch aus als hier. Ich dachte, ich höre einen Elias. Ich muss ja immer ein Ohr auf dem Wurm haben. Also für alle, die es nicht wissen, ich habe einen 2-jährigen Sohn und der schläft im Moment nicht durch. Der hat so diese Aufschreckphase. Und deswegen ist das Moment in Streams immer ein bisschen schwierig. Hier oben ist jetzt nicht so nett. Ey, ist doch gut jetzt. Ich habe euch nichts getan. Hör doch auf zu schießen. Von da. Natürlich, guck mal. Wie soll das gehen?
suchen. Mal, ob ich irgendwas finde. Ja, ja. Ist die Wand jetzt kaputt oder was? Ah, guck mal, da kommen sie alle. Haben Cousins gerufen und so. Da unten ist noch so einer. Also die alle zerlegen, wäre echt eine Herausforderung. Da bin ich voll dabei. Gute Nacht. Ja. Hallo? Rechts von uns irgendwo. Warte mal. Irgendwo hinter dem Felsen hier muss die Säge sein, ne? Okay, das klappt nicht. Gut. Hier kommen. Oh Mann! Irgendwo hier. Standort unten. Da unten. Da ist die Tischsäge. Hier oder was? Alter, der ist Level 14 da, oder was? Ups, das wollte ich gar nicht. Weil der macht dieselben Moves. Okay. Das geht. Ja, komm. Mach deine Moves. Die sind so dumm. Lalalalalalalalala. Gut, das ging. Nur gucken, finde die Kreissägeblätter im Plünderercamp. Ja, 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 gerne, aber. Hör auf, rumzuheulen. Oben, okay. Warte. Hallo. Alles gut? Nur 65 Erfahrung. Hm. Ja, irgendwo hier seien die Kreissägeblätter. Vielleicht irgendwie. Was ist hier? Und hier kann ich mich hinstellen mit dem Zauberstab alles weghauen. Was ist hier oben? Also warum sollte ich hier hin? Aber wisst ihr was? Ich finde das eine gute Idee zum Ausloggen hier. Also ein guter Platz zum Ausloggen. Eieieiei. Ich merke schon, alle schlafen hier. Ist okay. Ich unterhalte mich auch mit mir selber. Ich kann das, ich habe hier eine Glastür, wenn ich da reingucke, sehe ich dann noch einen Lars. Und dann ist das okay. Hm. Ist auch gar kein Vorwurf. Ich kann das verstehen. Wir haben Mittwoch, 0 Uhr. Das ist voll in Ordnung, wenn man da ein bisschen frühzeitig schon die Gesprächssense ansetzt. Noch nicht ganz. Ne, mehr Ente. Mehr Ente, du hast recht. Mehr Ente. Ich muss morgen ins Büro. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Miracula. Und vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich kann es verstehen, es ist halt Mittwoch, ne? Es ist ja auch erstmal nur
Der zweite Streaming-Tag, Mittwoch, einfach damit wir sowas wie Enshrouded auch mal vorwärts kommen und nicht nur. Ich meine, wir haben heute auch nicht questtechnisch nicht viel geschafft, gebaut. Ich pimmel zu viel rum. Noch relativ viele da. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele noch da sind. Sind halt alle ruhig. Ist ja auch gut, wenn man ruhig ist, ne? Dann ist man zufrieden. Ich weiß nie, wie viele da sind. Nie. Ich sehe das nie. Ich sehe das wirklich nie, wie viele da sind. Also ich habe das nirgendwo angezeigt. Ich habe es auch mit Absicht, so, ich will das nicht, weil das ist auch, es ist einfach so, es ist entspannter. Ne? Bei mir steht 67. Bei mir steht nichts. Aber für Mittwoch, 0 Uhr, 67 ist, glaube ich, für uns viel. Die Viewer sind egal. Na, die sind erst egal, wenn du so ein gewisses Level erreicht hast. Weißt du, wenn du immer 5000 plus hast, dann ist egal, ob es 5 sind, 5, 5, 6 oder 7. So, also, aber das ist erst ab so einem gewissen Level. Ich glaube, das ist wie mit Abonnenten. Ne? Je kleiner du bist, desto mehr freust du dich über jeden Einzelnen. Und wenn du diesen Punkt überschritten hast, wo sich das so trägt, ne, also so ein bisschen Henne-Ei-Problem, wenn du den Punkt überschritten hast, dann Frage war vorhin wohl durchgerutscht, mit welcher Software nimmst du eigentlich auf? OBS. Ich mache alles mit OBS. Ich nehme alles mit OBS auf. Aber gut. Ich will ehrlich sein, kein Bock mehr auf Backpack-Battles. Machen wir am Freitag. Versprochen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns Freitag. Freitag reißen wir die Hütte ab, dann geht's ins Wochenende. So. Und apropos Ende. Gute Nacht an alle, vielen, vielen lieben Dank und es war mir eine Freude. Wenn ihr natürlich Wünsche, Anregungen habt oder auch Beschwerden zum Stream, immer an Blondzilla damit. Schlaft schön. Träumt was Süßes. Das Gefühl, ich pitch alle ab. Ach Mann. Wie beendet man einen Stream richtig? Mindestlohn und so, by the way. Naja, vierte Subunternehmen, dann verdienst du nichts mehr. Dann kriegst du 2,40 Euro oder so. Einfach ausmachen. Ja, mach ich ja. Kätzchen hier. Ich wünsche euch eine gute Nacht.